Heute sind wir nur in Anführungsstrichen digital unterwegs, weil wir Gäste haben, die nicht anreisen konnten und wir wollten auch unsere Reichweite auch noch mal steigern. Und heute geht es darum, welche Best-Practice-Beispiele haben wir für das Thema Mobilitätswende in Städten und auf dem Land. Wir haben dazu eine große Zahl von Referenten aus Europa, aus Deutschland, aber eben auch aus der Region gewinnen können. Und ich freue mich darüber, dass das gelungen ist. Mein Name ist Doris Wittenin, ich bin die Leiterin des Fachbereichs Zukunftsfelder und Innovation bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und wir sind die Veranstalter zusammen mit meinem Team, zusammen mit der Technologieregion Karlsruhe. Wir sind die Veranstalter für diese Regionalkonferenz. Heute ist Marius Jörres, unser Projektleiter für Smart Mobility, der Moderator, und ich übergebe gerne an ihn. Viel Freude heute. Guten Morgen zusammen. Ich darf Sie auch noch mal begrüßen. Mein Name ist Marius Jörres und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Lena und Magdalena darf ich heute durch den Tag führen. Zu dem Ablauf heute. Während den Vorträgen bitte ich Sie, keine Fragen zu stellen. Die Fragen können Sie gerne im Chat stellen oder danach in einer kurzen Q&A-Runde. Meine Kolleginnen werden den Chat im Auge behalten und die Fragen sammeln, sodass wir die dann gebündelt weitergeben können. Damit keine Unklarheiten entstehen, wir werden die Folien im Anschluss verschicken und wir werden die Veranstaltung auch mitschneiden und im Anschluss auf YouTube hochladen. Bedeutet für die Leute, die nicht den ganzen Vormittag Zeit haben, die können sich Vorträge, die interessant sind, auch noch mal im Anschluss anschauen. Wir werden beginnen mit einem Vortrag von Frau Dr. Wiebke Zimmer zum Thema Verkehrswende für eine sozial gerechte Klimapolitik im Verkehr. Noch ganz kurz etwas zu Frau Zimmer. Sie ist seit Januar 2022 stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende. Davor war sie 16 Jahre am Öko-Institut tätig und führte dort ab 2013 als stellvertretende Leiterin des Bereichs Ressourcen und Mobilität das Team Nachhaltige Mobilität. Schwerpunkt ihrer Arbeit lag vor allem auf Themen rund um den Klimaschutz im Verkehrssektor. Und von 2001 bis 2004 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Schadstoffminderung und Energieeinsparung im Verkehr des Umweltbundesamtes. Das ganz kurz als Einleitung. Ich würde jetzt auch gleich übergeben, dass wir gleich loslegen können. Frau Dr. Zimmer, Sie dürfen übernehmen. Ja, Herr Jörres, ganz herzlichen Dank. Auch von mir einen schönen guten Morgen in die Metropolregion Rhein-Neckar. Ich würde einmal kurz meinen Bildschirm teilen. Und ich freue mich heute, einen Impuls geben zu dürfen zum Thema Verkehrswende, also eine faire Verkehrswende für alle. Was ist uns dabei wichtig? Vor allen Dingen drei Dimensionen, nämlich die ökologische Effektivität. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil letztes Jahr im April ist nochmal sehr deutlich gemacht worden, wie wichtig Klimaschutz für unsere Gesellschaft ist. Die zweite wesentliche Dimension ist die ökonomische Effizienz. Das bedeutet unter anderem, je länger wir den Klimaschutz herauszögern, desto kostspieliger können uns die Strukturbrüche, die wir brauchen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, werden. Und ganz wichtig auch der Punkt, die soziale Ausgewogenheit. Das heißt, wir müssen die derzeit noch bestehende Schieflage in der Klima- und Verkehrspolitik hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit beseitigen. Das ist auch notwendig, um einfach die Unterstützung und die Akzeptanz in Bevölkerung und auch Wirtschaft zu bekommen. Hier dargestellt sehen Sie jetzt
die CO2-Emissionen des Verkehrssektors in den letzten 20, 21 Jahren in blau. Und was sofort ins Auge fällt, verglichen mit dem Jahr 1990 sind die Emissionen eigentlich nicht gesunken. In den letzten 2 Jahren gibt es so einen kleinen Dip. Das liegt an der Pandemie, wo die Menschen ein bisschen weniger mobil waren. Wir haben das Klimaschutzgesetz, was aufgrund des Bundesverfassungsgerichtes, des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes letztes Jahr auch nochmal verschärft worden ist. Das heißt, da ist jetzt festgeschrieben, Klimaneutralität bis 2045 und eine Minderung um 65% der CO2-Emissionen bis 2030. Sektorübergreifend für den Verkehrssektor bedeutet das eine Minderung um etwa 48%. Also wir müssen bei 85 Millionen Tonnen CO2-Emissionen im Jahr 2030 landen. Und der Pfad dahin ist hier gestrichelt dargestellt. Sie können sehen, das bedeutet etwa eine Halbierung der CO2-Emissionen in den nächsten, jetzt sind es nur noch 8 Jahren. Das heißt, wir stehen vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Und was es jetzt braucht, ist ein in sich stimmiges Gesamtkonzept, um eben auch endlich im Verkehrssektor die notwendigen Emissionsminderungen zu erreichen. Dass das möglich ist, also zum einen die Minderung bis 2030, aber auch die Klimaneutralität bis 2045, haben verschiedene Studien gezeigt. Zum einen haben wir, also Agora Verkehrswende, gemeinsam mit der Agora Energiewende und der Stiftung Klimaneutralität letztes Jahr dazu eine Studie veröffentlicht, das klimaneutrale Deutschland 2045. Aber auch andere Akteure zeigen in ihren Szenariostudien, dass dieser Pfad dahin machbar ist. Zum Beispiel die Klimapfade 2.0 vom BDI, auch Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 im Rahmen des Copernicus-Projektes wurde diese erstellt und die Leitstudie der DENA Aufbruch Klimaneutralität. Und wie kann so ein Bild der Mobilität der Zukunft, des Verkehrs der Zukunft aussehen, wenn er sich auf den Pfad der Klimaneutralität bewegt? Dazu werde ich jetzt durch die einzelnen relevanten Parameter hindurch führen. Ich fange mal an mit der Personenverkehrsnachfrage. Die sehen Sie hier dargestellt, differenziert nach den unterschiedlichen Verkehrsträgern. Ich werde jetzt die einzelnen Parameter anhand der Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 darstellen. Ja, und da haben wir angenommen, dass die Personenverkehrsnachfrage etwa auf dem heutigen Niveau verbleibt, aber der Mix der Verkehrsträger muss sich ändern, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Das heißt, wir haben etwa eine Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs bis 2035 und einen deutlichen Anstieg beim Rad- und Fußverkehr. Auch werden Fahrzeuge, vor allen Dingen Autos in diesem Fall, deutlich stärker gepoolt, also mit mehreren Menschen genutzt. Die Auslastung der Fahrzeuge steigt, sodass wir auf eine Reduktion bei der Pkw-Fahrleistung um 13% bis zum Jahr 2030 kommen und um 40% bis zum Jahr 2050. Trotz allem haben wir aber noch viele Autos auf den Straßen. Und um die Klimaneutralität zu erreichen, müssen wir auch da etwas tun. Hier einmal, weil ich es immer wieder beeindruckend finde, kurz die historische Entwicklung des Pkw-Bestandes in Deutschland. Sie sehen, immer mehr Menschen besitzen ein Auto. Ja? Der Pkw-Bestand hat von 2010 bis zum Jahr 2020, also innerhalb von 10 Jahren, von 42 Millionen Pkw auf 48 Millionen Pkw zugenommen. Und es gibt nicht nur mehr Pkw, sondern die Autos werden auch immer größer. Hier dargestellt ist mal der Anteil der Neuzulassung nach Fahrzeugklassen für 2000 und 2020. Und dieses dunkelblaue unten, was anwächst von 2,9% auf 31,8%, sind die sogenannten SUVs und Geländewagen. Zum einen brauchen wir also weniger und kleinere Fahrzeuge auf den Straßen, zum anderen aber auch andere Antriebstechnologien.
hier dargestellt, jetzt wieder aus dem klimaneutralen Deutschland 2045. Auf der linken Seite der Anteil an der Neuzulassung. Wie müsste so ein, ja, die Zukunft aussehen hinsichtlich der Antriebstechnologien Pkw? Und auf der rechten Seite dann der sich daraus ergebende Pkw-Bestand. Und was Sie sehen können, ist, dass wir im Jahr 2030 rund 14 Millionen E-Pkw im Bestand haben. Diese Studie haben wir erstellt Anfang letzten Jahres. Danach ist ja der Koalitionsvertrag der neue gekommen Ende letzten Jahres. Und da sind sogar fürs Jahr 2030 15 Millionen rein batterieelektrische Pkw als Ziel gesetzt worden für Deutschland. Wichtig ist auch, dass wir nicht nur Elektro-Pkw in den Markt bringen, sondern dass die konventionellen, die noch zugelassen werden, die Verbrenner, deutlich effizienter werden, sodass insgesamt dann bei den Neuzulassungen die CO2-Emissionen um 75% sinken in den nächsten 8 Jahren. Und auch die Anzahl der die Anzahl der Pkw im Fahrzeugbestand, was daraus resultiert, dass eben auch andere Verkehrsträger mehr genutzt werden und Pkw höher ausgelastet auf den Straßen fahren. Das heißt, es werden weniger Fahrzeuge gebraucht. Das ist kein Selbstläufer, ne, dass die E-Pkw in den Fahrzeugbestand kommen. Da gibt es jetzt zwei Ebenen, auf denen das vorangetrieben werden kann und auch wird. Zum einen die EU-Ebene, da sind relevant die CO2-Flottengrenzwerte. Eigentlich ist da eine Emissionsminderung notwendig der neu zugelassenen Pkw bis zum Jahr 2030 um rund 75%, um auch auf die 15 Millionen E-Pkw im Bestand zu kommen. Wir bräuchten auch jahresscharfe Reduktionsschritte. Der Umweltausschuss hat sich jetzt aber letzte Woche oder in den letzten Tagen auf jeden Fall für eine Minderung um -55% ausgesprochen. Das heißt, alleine mit den CO2-Flottengrenzwerten werden wir unsere 15 Millionen E-Pkw im Fahrzeugbestand nicht erreichen. Es sind zusätzliche nationale Maßnahmen notwendig. Zum einen gibt es da die fiskalischen Instrumente. Da ist es ganz wichtig, dass man die Kaufzuschüsse umgestaltet. Im Moment gibt es nur Kaufprämien für E-Pkw. Der Vorschlag ist, dass die Kfz-Steuer reformiert wird und an CO2-Ausstoß stärker orientiert wird. Und zwar die Kfz-Steuer im ersten Jahr nach der Neuzulassung deutlich erhöht wird, sodass wir quasi eine Art Bonus-Malus-System haben, wenn man ein Fahrzeug kauft, was hohe CO2-Emissionen hat. Dann zahlt man eine höhere Kfz-Steuer und durch die Mehreinnahmen können dann die Kaufzuschüsse für die E-Pkw gegenfinanziert werden. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt Verkehrswende zurück. Das ist nämlich auch sozial deutlich gerechter, weil Neuwagenkäuferinnen und Käufer meistens zu den oberen Einkommenskategorien gehören. Kaufprämien für E-Pkw, aber alle Steuerzahler zahlen. Und wenn man ein Bonus-Malus-System einführt, dann hat man quasi einen geschlossenen Finanzierungskreislauf bei den Neuwagenkäuferinnen und Käufern. Auch die Dienstwagenregelung sollte konsequenter am Beitrag zum Klimaschutz ausgerichtet werden, was zum einen sozial gerechter wäre, zum anderen aber auch hilft, die Klimaschutzziele einzuhalten. Und ein CO2-Preis auf Kraftstoffe ist ein ganz wesentliches Steuerungsinstrument, was über eine Klimaprämie auch sozial verträglich ausgestaltet werden kann. So viel jetzt erstmal kurz zum Personenverkehr. Aber auch der Güterverkehr macht uns Sorge in den nächsten Jahren. Was Sie hier sehen können, ist die Güterverkehrsnachfrage bis zum Jahr 2050, wieder aus der Studie Klimaneutrales Deutschland. Und es wird davon ausgegangen, dass der Transport von Gütern weiter ansteigt, entsprechend einem weiteren Wachstum der BIP-Entwicklung. Auch wenn wir einen deutlich höheren Anteil des Schienengüterverkehrs benötigen, werden wie beim Pkw-Verkehr auch weiterhin viele Güter auf der Straße transportiert. Das heißt, auch hier brauchen wir Lösungen, um den Straßengüterverkehr möglichst klimaneutral zu gestalten.
Da sieht es noch ein bisschen anders aus hinsichtlich der Technologien als beim Pkw, wo klar ist, der Pfad wird Richtung Elektromobilität gehen. In der Diskussion sind im Moment auch batterieelektrische Lkw, aber auch Brennstoffzellen-Lkw und eine Unterstützung der batterieelektrischen Lkw über Oberleitungs-Lkw. Es gibt das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2030 30% der Fahrleistung auch im Straßengüterverkehr elektrisch zu haben. Und auch das ist bei weitem kein Selbstläufer. Hier gibt es die Möglichkeit, jetzt auch über die Eurovignetten-Richtlinie eine CO2-Komponente in die Lkw-Maut zu integrieren, sodass dadurch zum einen der Kauf, die Beschaffung von alternativen Antrieben bei Lkw angereizt wird, zum anderen aber auch die wichtige Verlagerung vom Transport Straße hin zur Schiene. Also, um es kurz zu machen, klimaneutraler Verkehr 2045 ist möglich. Auf der linken Seite der Endenergiebedarf. Wir haben in unserem Szenario einen Rückgang des Endenergiebedarfs, vor allen Dingen auch über die Elektromobilität und die Nutzung energieeffizienterer Verkehrsträger bis 2030 um 32% und bis 2050 um 65%. Wir haben hinterlegt ein Phase-out von Biokraftstoffen, weil diese in anderen Sektoren effizienter eingesetzt werden können und auch notwendiger sind, sie da einzusetzen. Strombasierte Flüssigkraftstoffe sehen wir vor allen Dingen im Luft- und Seeverkehr, weil sie auch in der Herstellung sehr, sehr viel Strom verbrauchen. Voraussichtlich wird Wasserstoff für die Brennstoffzellen-Lkw notwendig sein. Insgesamt gehen in unserem Szenario so die CO2-Emissionen auf 89 Millionen Tonnen im Jahr 2030 zurück. Nochmal kurz für den Hinterkopf, das Klimaschutzgesetz wurde letztes Jahr verschärft. Das heißt, das neue Ziel ist jetzt, sind jetzt 85 Millionen Tonnen CO2. Also es ist nochmal ambitionierter, als wir es Anfang letzten Jahres in unserem Szenario abgebildet hatten. Und wichtig ist der treibhausgasfreie Verkehr bis zum Jahr 2045. Und jetzt möchte ich den Schritt weitermachen zur städtischen Mobilität, was ja heute im Laufe des Tages noch stärker Thema sein wird. Einmal noch kurz das Bild Verkehrswende. Wie sieht das Zukunftsbild im Jahr 2030 aus? Zusammengefasst, es fährt mehr als jeder vierte Pkw und jedes vierte leichte Nutzfahrzeug elektrisch. Ein Drittel der Fahrleistung im Straßengüterverkehr wird ebenfalls elektrisch gebracht. Die Fahrgastzahlen der Bahn haben sich verdoppelt. Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr sind auf dem Weg zu einer Verdopplung bis zum Jahr 2035. Ein Viertel mehr Wegstrecken werden mit dem Fahrrad und zu Fuß zurückgelegt. Und im Güterverkehr wird jede vierte Tonne auf der Schiene bewegt. Dafür ganz wichtig ist ein Gesamtkonzept für die Verkehrswende, bei dem alle Elemente ineinander greifen, also vom Einsatz elektrifizierter Fahrzeuge bis zur Verlagerung auf Bus, Bahn und Fahrrad, auf geteilte Fahrzeuge und den Fußverkehr sowie auf den Schienengüterverkehr. Und genau dieses Gesamtpaket, ja, was es braucht, um die Klimaschutzziele auf der nationalen Ebene zu erreichen, genau sowas brauchen wir auch für die Kommunen und für die Städte. Denn in den letzten Jahren sind die Städte vor allen Dingen für Autos geplant worden und sehr viel weniger für den Menschen. Das führt nicht nur zu einem Problem beim Klimaschutz, sondern auch zu deutlichen Einbußen bei der Lebensqualität. Denn ganz ehrlich gesagt, möchten Sie an einer solchen Kreuzung wohnen oder Ihre Kinder großziehen? Und dieses Gesamtkonzept würde ich jetzt ganz kurz nochmal auf die Städte runterbrechen. Also auch hier haben wir verschiedene Bausteine für die Städte, für die Verkehrswende in den Städten. Wir müssen die Alternativen zum Auto schaffen, den ÖPNV fördern und den Radverkehr und Fußverkehr. Wir müssen die Elektromobilität voranbringen. Wir sollten neue Mobilität unterstützen und damit meine ich vor allen Dingen, wir sollten, also neue Mobilitäten,
Mobilitätsdienstleistungen helfen, Verkehr zu reduzieren. Und was wir ja auch sehen, ist, dass die Digitalisierung mittlerweile eine gute Vernetzung der Verkehrsträger ermöglicht. Wesentlicher Punkt ist aber, dass ein qualitativ hochwertiger ÖPNV das Rückgrat einer klimagerechten Stadtentwicklung ist und auch bleiben sollte. Der wird dann durch die sogenannten kollaborativen Mobilitätsangebote wie Carsharing, Pooling, Bikesharing etc. ergänzt. Dazu hören wir heute nochmal von Herrn Professor Friedrich etwas detaillierter, wie so etwas aussehen könnte. Komme ich zum nächsten Thema noch kurz, die regionalen Verflechtungen. Siedlungsentwicklungen sollten vorangetrieben werden und auch immer mit dem Ziel einer klimagerechten Stadtentwicklung, regionale Entwicklung. Ein wichtiger Punkt für mich ist das Thema öffentliche Räume zurückgewinnen. Denn in dem Verkehr neu gelenkt wird, können Quartiere entlastet werden durch Poller, Kiezblocks und Fußgängerzonen. Ein gutes Beispiel in meinen Augen sind die Superblocks in Barcelona, über die wir heute auch noch mal mehr hören werden. In dieses ganze Paket gehört auch rein Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, denn darüber kann man den Rad- und Fußverkehr fördern. Die Menschen fühlen sich dann sicherer und lassen eher mal das Auto stehen. Und Autos bekommen in der Regel nicht nur viel Platz, sie bekommen ihn auch besonders günstig. Die Preise, also hier einmal dargestellt, ist ein Beispiel für den verzerrten Wettbewerb. Hier dargestellt sind die Parkgebühren pro Stunde. Die Preisentwicklung der Parkgebühren unten ist diese dunkle Linie, die sich nicht erhöht. Dann haben wir die Preisentwicklung eines Einzeltickets für den ÖPNV und die Preisentwicklung einer Monatskarte am Beispiel von München zwischen 2003 und 2018. Und was Sie sehen können, ist, der ÖPNV ist deutlich teurer geworden, wohingegen die Parkgebühren pro Stunde auf dem gleichen Niveau geblieben sind. Das heißt, wir haben es mit einem verzerrten Wettbewerb zu tun. Und wichtig ist es, wenn wir ein bestimmtes Ziel haben, nämlich den Klimaschutz und die Lebensqualität in Städten, dass wir eben auch die Preise an diese politischen Ziele anpassen. Denn Verkehrspolitik am Ende des Tages funktioniert nur im Bündel, auch wenn es nicht ein besonders beliebtes Thema ist. Auf der einen Seite, klar, muss die Politik Anreize schaffen, damit die Mobilitätswende in den Städten gelingt durch eine Attraktivierung der Alternativen zum Auto. Auf der anderen Seite braucht es auch die sogenannten Push-Maßnahmen, die das private Auto weniger attraktiv machen. Und eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich immer zeige, ist das Beispiel Wien, wo diese Kombination aus Push und Pull sehr gut funktioniert hat. Hier möchte ich gar nicht weiter auf die Folie eingehen, denn gleich im Anschluss, und ich denke, das ist ein guter Übergang, hören wir von Frau Heimhilcher, wie dieses Push- und Pull-System in Wien sehr gut funktioniert hat. Und hiermit möchte ich auch meinen Impuls beenden und danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Zimmer. Dann übernehme ich jetzt wieder. Wir haben ein bisschen die Fragen gesammelt, nehmen uns jetzt auch noch mal so 5 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Wir starten mit der Frage von Herrn Irion. Und zwar, macht eine Konzentration auf die Elektrifizierung von Bahnstrecken nicht mehr Sinn als die Elektrifizierung der Straßen mit der Installation von Oberleitungs-LKWs? Also ich habe das ja kurz angedeutet, die Technologieentwicklung ist bei den Lkw tatsächlich noch nicht ganz so klar wie bei den Pkw. Ja, das heißt, hier werden ja auch gerade vom Verkehrsministerium, also vom BMDV auf nationaler Ebene sogenannte Innovationskorridore, Cluster
vorangetrieben, wo die unterschiedlichen Technologien für die Lkw ausprobiert werden sollen. Also sprich reine batterieelektrische Lkw, Oberleitungs-Lkw und Brennstoffzellen-Lkw. Und die Frage, die sich grundsätzlich stellt, ist, kann man mit rein batterieelektrischen Lkw die notwendigen Strecken auch zurücklegen oder braucht es Oberleitungen, um die zwischendurch aufzuladen? Im Moment sieht es ein bisschen danach aus, dass die Tendenz doch stärker Richtung batterieelektrischer Lkw geht, dass also Oberleitungen vielleicht nur für stark befahrene Pendelstrecken benötigt werden, weil für die batterieelektrischen Lkw es eben ja auch die Option der Schnellladung gibt. Das heißt, ich glaube nicht, dass perspektivisch die Bahnstrecken, die Elektrifizierung der Bahnstrecken in Konkurrenz stehen wird zur Elektrifizierung über Oberleitung der Autobahn für den Straßengüterverkehr. Okay, dann schließe ich noch eine ganz kurze Frage daran an. Ist das Rennen bei den LKWs doch denn schon entschieden? Bei den Autos sieht es ja so aus, dass es wahrscheinlich ja, Richtung Batterie geht. Aber ist das Rennen bei LKWs schon entschieden? Oder kann es da nicht auch sein, dass das eine Kombi zum Schluss sein wird und es auch einige Wasserstoff-LKWs geben wird? Das kann sehr gut sein. Also es sieht auch alles danach aus, dass es eine Kombination sein wird. Die Automobilhersteller, die setzen auch auf unterschiedliche Technologien. Also je nach Hersteller werden da unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Ich glaube aber, es wird schon eher sowas wie eine dominante Technologie geben, die ergänzt wird für besondere Anwendungen durch die alternativen Technologien, die im Moment auch erprobt werden, was sinnvoll ist. Ja? Also es macht schon Sinn, die nächsten Jahre nochmal die unterschiedlichen Technologien voranzutreiben, um zu gucken, welche Technologie für welche Anwendung wirklich die effizienteste ist. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Herr Kersten. Macht es nicht mehr Sinn, nach den gefahrenen Kilometer im Verkehr zu schauen, statt auf die Pkw-Zahlen? 25% halte ich für praktisch ohne Anstrengung gesetzt. Okay, 25% bezogen auf was? Jetzt auf die Pkw-Zahlen oder die Personenverkehrsnachfrage? Herr Kersten, wollen Sie Ihr Mikrofon kurz anmachen und es kurz präzisieren? Ah, E-Mobilitätsanteil. Genau. Es geht um den E-Mobilitätsanteil. Ich finde 25, das ist der Markthochlauf schon abzusehen, dass es wahrscheinlich sogar schneller geht in meiner Wahrnehmung. Und es sind ja vor allem die Fahrzeuge, die vielen Kilometer fahren, die einfach den Unterschied machen können, wenn man sie eben elektrifiziert, dass derjenige, der nur 5000 Kilometer im Jahr fährt, sein Auto 10 oder 15 oder 20 Jahre hält, ist irgendwie auch logisch. Das ist aber auch dann nicht der große Anteil am Ausstoß. Okay. Man kann auch das nach dem elektrischen Fahranteil tatsächlich darstellen. Zum Beispiel ist es gerade sinnvoll, wenn man viele Plug-in-Hybride im Bestand hat, ne? Weil genau dann ist unklar, wie viel die im elektrischen Fahrmodus und wie viel die im Verbrennermodus fahren. Okay, dann würde ich noch eine letzte Frage mitnehmen. Und zwar ist es die Frage von Frau Dr. Wittneben. Wie bewerten Sie den aktuellen politischen Willen, die Steuerreform bzw. die Dienstwagenregelung anzugehen? Konzepte liegen auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, ja, sehen Sie da auch einen politischen Willen? Also so richtig den politischen Willen sehe ich noch nicht. Es ist aus Klimagesichtspunkten ganz, ganz wichtig, ne? Und auch im Hinblick darauf, Verkehrspolitik und Steuerpolitik im Verkehrssektor sozial fair auszugestalten. Im Moment ist es so, dass man eigentlich eine steuerliche Begünstigung hat, also nicht eigentlich, sondern man hat die, wenn man einen Dienstwagen fährt. Dienstwagennutzer sind auch in der Regel oder zum überwiegenden Teil gehören die den höheren Einkommensgruppen an. Das heißt, wir haben eine soziale Schieflage im Moment bei der Dienstwagenbesteuerung.
Zum anderen ist es so, dass sehr häufig vom Arbeitgeber auch Tankkarten bereitgestellt werden. Das heißt, die Dienstwagennutzer haben quasi eine Flatrate. Für die lohnt es sich auch gar nicht mal, den Bus oder die Bahn zu nehmen, weil sie dann ein Ticket kaufen müssen, während sie mit ihrem Dienstwagen umsonst fahren können. Und der letzte Punkt ist, dass dadurch, dass das Dienstwagen ja im Prinzip steuerlich subventioniert werden, ist eine stärkere Tendenz gibt, sich da auch ein größeres Fahrzeug zu beschaffen, was gerade beim Verbrenner oft damit einhergeht, dass es auch höhere CO2-Emissionen hat. Und was auch noch nicht angesprochen worden ist, ich habe es eben kurz erwähnt, das Thema mit den Plug-in-Hybriden. Die sind im Moment ja zusätzlich noch über die Halbierung des zu versteuernden geldwerten Vorteils begünstigt bei der Beschaffung im Rahmen der Dienstwagensteuer. Und Statistiken zeigen, Datenerhebungen zeigen, dass Dienstwagen, Plug-in-Dienstwagen tatsächlich nur zu rund 18% elektrisch gefahren werden. Das heißt, deren Klimavorteil ist relativ gering. Es macht überhaupt keinen Sinn, im Rahmen der Dienstwagenbesteuerung pauschal die Plug-in-Hybride besser zu stellen. Das sollte entweder an den elektrischen Fahranteil gekoppelt werden. Wenn das administrativ zu aufwendig ist, müssten sie den Verbrennern steuerlich gleichgestellt werden. Okay, dann sind wir mit den Fragen durch. Dann vielen Dank, Frau Dr. Zimmer, dass Sie sich die Zeit auch noch genommen haben, die Fragen zu beantworten. So now we're going to switch to English because we have our first non-German speaker, Miss Miguel from the beautiful city of Barcelona. Barcelona is worldwide known for their Superblock program that has become a model for all the city streets in Barcelona with the aim of reclaiming part of the space currently occupied by private vehicles for the general public. The goal is to achieve a healthy, greener, fairer and safer public space that promotes social relations and the local economy. Miss Miguel will tell us from their super blog towards the city we want. Miss Miguel, you can take over the screen now. Hello. I will try to can you see the presentation? Yes, we can see the presentation. And it's running? Yep. Yeah, okay. Everything runs well. Good morning. Thank you for inviting Barcelona to this event of mobility. To begin, I will present Barcelona, that I think that it's well known, but Barcelona is a very high density city. It's a city of 1.6 inhabitants, more or less 1.6 millions of inhabitants, and in 100 square kilometers. It's almost done. The city has grown the two late centuries or until the boundaries of the city. So we have the city, it's full of buildings, but the real city, it's this new metropolitan area, no? This metropolitan area that it's composed by 36 municipalities. So the challenge is to how to deal, no, with these municipalities in terms of mobility and the real city, no, this more to become more multi-centered city, and also how to make the city more
the center of the city more efficient, no, in terms of uses of the space and in terms of how it's working, no, all the city. Now we have a city that we have a lot of problems with high level of pollution. Also, it causes problem with health, with the acoustic pollution. Also, we have 4 degrees more in the center of the city because of the greenhouse gas effect, and also traffic accidents. And the principal characteristic of Barcelona is this high density that where we have this lack of green areas in the center of the city, and in the Eixample Cerdà is more important, this lack of green cities. So we have to reprogram Barcelona. We have to change this new urban model, but with the city almost done. So we have to make it more efficient and to switch to another type of mobility with more bicycle, more public transport, and increase the green that in Barcelona is a very need. It's very needed. On January 2020, Barcelona declared the climate emergency declaration that put us different new challenges. No, all the cities have to work with this new urban context. No, and we have to work in 3 scales. No, the global scale of all the cities and in the whole world, but also this urban and metropolitan scale, that it's the real city, not these very big cities, and how to deal with this proximity and to have this city more with all the uses that you need near of your dwelling, of your city, of where you are living, and also to work with this human scale, with this public space that feels that becomes more comfortable for the citizens, and more healthy. No, in all the projects and all the projects that in Barcelona we are working in 3 axes on 3 themes that are nature, proximity, and collaboration. In all the projects we are working like that, and I will explain two of them that it's the same strategy but and different types of implementation. The most well known is Superblocks model, no? That it's this model that tries to remove the traffic, that through traffic from some streets of the city to have more green for the citizens. In Barcelona, this model is possible and important because we don't have this green area. So we have to deal with these streets, and we have to want this green in the streets. So we make the grid for the mobility bigger, and we want these green spaces, these new spaces, to make more green and to have more space for social interactions. We have tested in some areas of the city, no, in enclosed areas. The most well-known is Poblenou, that we have changed the mobility inside, no, in these streets, and it was the first time that we were applying this model in a high wide width streets, 20 meters of streets, and in a grid. It was the first time. And there was like a workshop with the students to debate the uses of public space. It was very polemic. And after, the municipality built this with tactical urbanism, this new reality. No? In parallel, we were working in Sant Antoni in a different way of implementation, with focusing in the benefits in the green streets that we are winning for the people. And we know that after 3 or 4 years,
it was a success. So we are we have this kind of spaces that the people are asking to replicate in another places of the city. We discover new uses in the streets. No, for example, in Sant Antoni, we have each afternoon these chess players, and it's a place where it's plenty of life, and you can sit without paying a consumption or like this. And there are spaces that are working very well at social level. So it was the moment to scale up and to have this vision of this green grid as a green infrastructure for all the city. The way of implementation is a little bit different, no? In that in Poblenou, that it was in one cellular, in one ambit, no? We learned, one of the lessons learned was that it's better to act more in more homogeneous way in all the ambit, because if you cut, for example, if you cut one of street of in a grid, the benefit is very local, but the effect is global, no? Because you are cutting a street in a very large, no? In a very in a most scale way. So for us, it's better to implement the same model, but in another way through these green streets. For us, it's the same model. And to do that, it's important to organize all the grids of all the mobility grids in that sense. It's not, we cannot work in separate ambits. We have to organize all the mobility before to have this actions, no, to build this new street. So the priority area is this central part of the city, the Cerdà grid. Why? Because it's the part of the city that has the high levels of pollution, because it has a high level of through traffic. Through the Eixample, through the center of the city, are passing more cars than through the roundabouts, where it's supposed to have, no, the majority of the mobility, private mobility, is supposed to be in these two roundabouts. So these two roundabouts are passing through the Eixample. It causes a lot of problems with noise and also pollution. And it's the central area that it's best served for the public transport. So we have this opportunity to change this model, this mobility, because it's the best accessibility by public. It has the best accessibility by public transport. So we focus in this central part of the city, and we apply this new model, and we choose these 21 streets that it will mean an increasing of 33,000 square meters for pedestrian space in all the city. These green streets, it will be a new, no? We want to construct a new model, no? Because we have a lot of streets that are the same aspect. So we have to imagine that we are constructing this new model, that this is the section of Cerdà Street. This is the actual street that we have, that it's plenty of cars. And we want this type of street, no, with another uses, with more green and more livable, no, a street with more livable, and where the two green access or green streets they cross,
we want to become, no, to improve from a junction to a square, no? And we want these new squares of 2,000 square meters. That in Barcelona, it's like a square in an old town, no? So to do that, we make this competition, an architectonic competition, to have these new projects and to have this new model in these four streets to begin this transformation. This is the project that has won, no? That it's work from the center, that it's changed the way of using these streets. And one example of this, one of these four squares, that in the middle of the square is plenty of trees instead of cars. The work in these streets is very focused in the subsoil in order to have more vegetation and to have more green and to have more shade to decrease this temperature. This is the streets that we have now, that we are in these streets during COVID time, we implement some tactical measures to increase this space for pedestrians, and this will be the streets of the future, no? That we began to construct them in this summer. To evaluate this project, we have these 40 indicators regarding aspects of public space, also of mobility, no? to evaluate if it's working well, but also environmental quality and also socio-economic dynamics, because we know that sometimes in these areas there are some effects that are not expected, and we want to measure them. And to finish, I will explain through two images this project, that it's Let's Protect the Schools, that in Barcelona we want to protect the most vulnerable citizens, and it's the same strategy to remove the cars and have more space for the people, in this case for the children. And we are acting in all the schools. It's like a micro, no, make micro actions in each school. We have now acted in one of each three schools of Barcelona, and we want this kind of space, no, space, public space to do a class or to play or to sit, no, and space where the people feel sure, no, feel safe. And they feel like it's their home, no? Because they feel safe, no? When you sit like that in the city, it means that you feel safe and you feel comfortable. This is a city project, and this, as I said, collaboration and co-creation is an item that we have in all the projects. This is an image of Poblenou, that where we have a lot of debates in the streets, but also we have a process of participation with the neighbors, because it's very important to have it and to hear all the fears, all the problems, all the knowledge that they have of this area, and also to have these particular groups, as for example here we was a meeting with blind people, that we construct a new model to they understand the change, no, because it's important to that they understand that the people that feels vulnerable feel that they will be safe and understood the way that it's functioning the street, no?
this it's we have this model of public participation that we have like a impulsory group that we debate all the aspects of the implementation, and then we open up to the other people. Also, we have built new tools like new technological tools to have more participation, and we have participatory budgets where the most voted projects were to build more super blocks. So we have to implement it in more places in the city. And to finish, I just only want to say that we hope to see you in Barcelona in 2026, that the World Architectural Conference will be held, and Barcelona will be UNESCO Capital of Architecture, where we hope to debate the paper of the cities and in this new world context, and how urbanism and architecture could help us to have healthier cities. Thank you very much, and I don't know how to. Okay. Thanks a lot. We have a few questions, so we're going to start with the question of Mr. Kurt. After closing certain streets for those traffic, did the car traffic in the remaining streets increase significantly? And how did people living along this remaining streets react? Yeah, at the beginning, there's a little bit of increasing in San Antonio, for example. We have data, and at the beginning, it was we noticed this increment. I don't remember now the percentage, but at 6 months later, it only increased a 4%. So we understood that there are a lot of traffic that is changing. No, it's changing the way of how they go to this place. No, and we are offering new types of mobility because at the same time. We are implementing more bus lanes, more bicycle lanes. So we hope at the beginning we notice this incrementation, but at the final it's balanced, and the benefit is more remarkable from this little increment. The people, I think that this the question that it raises all the time, no? What happened with the people in the red streets, no? As I explained, we are also changing these streets, no? We are also improving these streets, putting more public transport and more bicycles. So we are also reducing this capacity. Okay, next question is from Ms. Shu. Can Barcelona sustain its new green areas? She often thought that Barcelona has a lot of water stress. Yeah, that's why we are working a lot with the subsoil, and we are introducing this new sustainable urban drainage. Systems that they are profiting the water a lot, no, and they are closing the cycle of the water. And in Barcelona, we put water. I don't know how to say it. We use the water of the subsoil. Not it's not water good of the rain. It's the subsoil. And we have
for the plants, we use this type of water that we have a lot. So, but yes, this is a challenge, no? And also the species that we are putting are compatible with less water. There's a lot of systems that we are implementing. I cannot hear you. Sorry. Yeah. The last question is from Mr. Harthausen. He put that question in Spanish, but we translated it to English because I can't speak any Spanish. Sorry for that. How do apartment prices evolve in superblocks and outside superblocks? How do apartment prices evolve in superblocks and outside superblocks? We are measuring that, and we are seeing that it's not a phenomenon so local, because it's happening in all the city, no? This increasing of the prices, and we are one of the municipality is working in two ways. In one way, to have more public dwelling, to have more housing, more public housing. That in Barcelona we have only 2% public housing. It's very difficult to have affordable housing for the young people or for the people. So it's a principal policy of the municipality. The municipality don't have the competence of regulate the prices of the housing. So we have to do it with the state, and now it's not possible. And the other way that we are acting is to increment the areas that we are improving this public space. So we hope, or we think, that the more bigger is this area, and you have an area improved in the bigger, in the most scale, no? In the bigger scale, it's you can minimize this effect of different parts of the city, no? But I think that it's a phenomenon that it's in the all the city, it's happening in all the center, with superblocks or within superblocks. Okay, so two last questions. One question is, how are goods delivered to the blocks? How are goods delivered to the blocks? So you can deliver all the you can the delivering is permitted in all the street, but like a schedule, I don't know, like an horario with restricted time. Yeah, okay. In the morning and in the evening, we are avoiding the entrances and exits from school, but the rest of the day, the shops could deliver and all the goods could arrive. Okay, so the last question is, what was the starting point for the Superblock program? Was it a change in the city government? No, but this this is a model that is being debated there, but that is being put in the agenda since a lot of years ago. We have tested in old areas like Gracia, or like in the city center, or no, with narrow streets, the old towns of the city, and all the neighborhoods work like this, these old towns. So we knew that each model could be, that this model could be applied in Barcelona, and it was debated
sign the first time that we planned the city with this new structure was in 2013 with the new mobility plan, the urban mobility plan, and then we began to implement these actions in all the city. We first of all we test in this ambit, and now it's a model for the whole city. Okay, so that's it with the questions. Thank you a lot, and we're gonna move on to our next speaker. Bye bye. So next speaker will be Ms. Farah from the city of Oslo in Norway. The topic will be car-free city life, lessons learned in Oslo. So for too long time, cities have been built for cars, including Oslo. Over the last couple of years, Oslo has tested various pilot projects and simultaneously worked with long-term plans for the free city. The car-free livability program is all about reclaiming the streets and making the city center greener, safer, and more livable. This session will focus on the lessons learned from various mobility measures implemented in the car-free livability program since 2016. So yeah, you can take over, Ms. Farah. Let's see. Can you see my screen now? Yeah, we can see your screen. Perfect. Thank you, Marius, for the introduction and for the invitation to speak at the regional conference mobility. It's a real honor for Oslo to be among the cities addressing you today. I will be presenting Oslo's car-free livability program. I will be talking about the background for the program, specific measures, and then share some lessons learned. And then we should have some time for questions at the end. But first, a short introduction to Oslo. Oslo is the capital city of Norway and is located in the eastern part of the country, approximately 100 kilometers from the Swedish border. Oslo has a total land area of 454 square kilometers, 300 of which are forest. Oslo is bordered by a fjord to the south and by forest to the north and east. Access to green space and open space is an integral part of city life in Oslo. And the last I checked, we have a little bit under 700,000 residents in the city. The car-free livability program is all about reclaiming the city's streets and making the city center greener, safer, and more livable. Our car-free livability program started in 2017, but Oslo has been working to reduce traffic in the city center since all the way back in the 1960s. The city established its first car-free or pedestrian street in 1965, and in 1971, a new street plan shifted the focus from car-centric to person-centric transportation planning. In the 1990s and early 2000s, a series of tunnels were built to guide traffic underground rather than through the city center on surface streets. Together with Oslo's three ring roads, the tunnels serve as an essential functional road system and have enabled changes to the traffic pattern in the city center itself. These pictures here show the City Hall Plaza from before and after tunnel construction. Even with less traffic on the surface streets, there are still a lot of different road users competing for very limited space. Through the livability program, Oslo has established a new hierarchy for road users in the city center. Pedestrians come first and private cars come last. This paradigm shift has emphasized a focus on accessibility and mobility instead of on parking. I will now discuss the background of the livability program. The foundation or inspiration really for the car-free livability program was a comprehensive study of the city center back in 2014.
The study assessed the urban quality based on pedestrian counts, surveys, and an analysis of the built environment. The study concluded that there was a poor distribution of activity, that there is too few places to sit without having to pay money, and that there is little greenery and missing links. I know that doesn't sound like a great starting point, but it gave us a lot of specific issues to address. So based on the findings of that survey in 2014, the city government decided to establish the Car-Free Livability Program in 2017. The program started with pilot projects and temporary installations. Some of those measures included street art, as pictured on the far left here, or temporary road closures for outdoor events like a movie screening. Since 2017, these pilot projects have been extended or made permanent through projects to, for example, rebuild certain streets as pedestrian-only or pedestrian-friendly. The city adopted an action plan for livability measures in 2018, but implementation was restricted by outdated land use and zoning code, some of which dated back to the 1940s. And so in 2019, the city adopted a legally binding land use plan, which would enable implementation of the action plan. In 2020, the city expanded the geographic area of the livability program beyond what was known as Ring 1 and into two new neighborhoods, Toyen and Granlan. The little map shows the original geographic area in the light green and the expanded area in dark green. Projects are currently underway in both the original and expanded area, while work also continues on a new action plan to encompass the new expanded area. That action plan was actually completed in October of last year and is awaiting political approval. Now we're going to look a little bit more closely at specific measures in the Car-Free Livability Program, starting with mobility. In the interest of time, I will highlight the new traffic pattern and parking initiatives, but here you can see an almost comprehensive list of various mobility measures in the livability program. A central mobility measure is the new traffic pattern established in 2018. The new traffic pattern is designed to eliminate through traffic by restricting north-south and east-west routes. It is still permissible for private cars to drive in the city center, but it is much more difficult, and it is theoretically not possible to drive through the city center. Transit vehicles are exempt from these restrictions, and in fact, there are several streets that are absolutely dedicated to transit buses and trams. These changes are implemented through signage, and I want to highlight the difference between the two signs pictured here. The sign on the left prohibits motorized traffic, with the exception of transit buses, whereas a sign on the right indicates that traffic must either drive straight or turn left, again, with the exception of transit buses. They both mean the same thing, but the first sign has a much more restrictive negative connotation, don't drive here, whereas the second sign is a lot more positive and directional and frankly easier to understand. I'll come back to this later. Since 2017, the program has eliminated over 800 on-street parking spaces. This not only supports traffic reduction, but also frees curb space for livability measures. Play structures, parklets, benches, bike parking, new lighting, and trees have been installed in space that was formerly on-street parking. Any remaining on-street parking is dedicated for either handicap users or goods delivery and service vehicles. We have an ongoing pilot project that tests the use of parking sensors for handicap users. The sensors collect data about occupancy rates, which can help the city later determine the best allocation of these spaces. But the sensors, most importantly, transmit information about available space in real time to handicap users via an app. This data sharing is absolutely critical. A survey in 2019 revealed that 67% of handicapped parking users experienced that they never or seldom found an available parking space, whereas traffic counts in the same period indicated that 50% of spaces were actually available. So there's been this mismatch between what's happening on the street and what the user experiences. This spring, we are conducting a new survey to evaluate how effective the pilot project has been to help resolve this issue.
In addition to mobility measures, the Carfree Livability Program has also implemented a number of physical installations. Some of these have been temporary, such as decorative lighting in the trees during the winter months, while others have been permanent reconstruction of streets to prioritize pedestrians and cyclists. There's a wide variety of physical installations aimed to make the city center a safer, greener space for all age groups year round. Playgrounds for children, benches with back and arm support, winter activities, and improved street lighting all contribute to this livability goal. I already mentioned the benches, but other amenities include public toilets and drinking fountains. Removing parking has created space to establish parklets with a variety of street furniture and vegetation. We've also dedicated space for public art installations and exhibitions. And finally, here you see two examples of streets that show before and after we implemented livability measures. On the top, you see Dronningensgata, which was rebuilt with wider sidewalks and a narrower bike-friendly lane. And by removing on-street parking, we were able to redistribute the amount of space available for benches, new lighting, new plants, bike parking. And on the bottom, you see Rådhusgata, which was transformed from a two-way street to a one-way street with bike lanes on both sides. So, what have we learned so far? Oslo is continually evaluating the Carfree Livability Program, and there's a few lessons learned I'd like to share with you regarding methodology before we take a closer look at specific results and challenges. First, it's essential to have a good process. This includes public engagement involving not only private residents, but also businesses and various interest groups. It's important to be solutions oriented and focus on problem solving together in collaboration with the public. And finally, be open to feedback throughout the process. Not every measure is guaranteed to succeed. In 2017, we established an outdoor office with benches and a solar-powered outlet so that people could bring their work and their laptops outside. Neither the placement nor the timing were quite right. No one used the structure and it was eventually dismantled. After 2 years of home office during Corona, there might be more demand for this type of amenity in the future, but back in 2017, it just wasn't there. Communication is also integral to success. Before, during, and after measures are implemented. It's important that concrete facts and figures, when available, are part of a communication strategy. We have also recently begun working on a proactive communication strategy so that we have better control over the messaging. For example, we are reframing road closures as openings because we are redistributing space for non-motorized users and opening up the possibility of a greener street. And now for some concrete results. The COVID pandemic has had an effect on local travel and commerce, so it's a little bit difficult to know the current status of some of these metrics. But later this spring, we're going to complete a new study of at least the parking situation in the city center. But for now, I am relying on data from pre-pandemic 2019. We conducted traffic counts in 2016, 2018, and 2019 to measure changes in total traffic volume. Over that period, there was a 28% reduction in traffic in the city center. This change is not entirely attributable to just the Carfree Livability Program, but it was a significant factor. Other contributing factors included new tolls and several road closures following construction projects or other political decisions. The same traffic analysis shows reduced delays for transit lines in the city center, though here again, there were several other contributing factors, such as changes to the transit system, like the placement of stops and service frequency. But this was, again, in addition to the dedicated transit routes as part of the new traffic pattern. In 2019, an evaluation of pedestrian activity also showed a 14% increase in the number of pedestrians and a 43% increase in the total number of people in public spaces compared to 2017. Finally, I want to discuss some ongoing challenges. I already mentioned the pandemic, which hopefully is behind us right now.
But the Car Free Livability Program started off with pilot projects and temporary installations. These temporary installations gave us the opportunity to learn very quickly and make adjustments, but they also require a lot of maintenance and are contingent upon zoning permits. These often have to be moved because of a construction or public events, and finding an alternative location within the permit is difficult even for a short period of time. Changes to the traffic pattern have been a hindrance to goods delivery in the city center. Fewer parking spaces, more parklets, and more bike lanes means overall less space for delivery vehicles. And additionally, restrictions on through traffic, more one-way streets, and streets dedicated for transit also means that delivery vehicles must drive a few extra kilometers, assuming they drive legally. And a traffic analysis in 2019 revealed that delivery vehicles accounted for up to 80% of traffic violations. We've observed that traffic violations occur because drivers either are confused and don't understand the traffic pattern, don't know where they're going, or they're frustrated and simply ignore the rules and drive the shortest route possible. If you remember the signs that I showed you, the don't drive here versus drive this direction, then you might understand why someone could be easily confused or frustrated with the way that it's signed. The new traffic pattern with the various restrictions, again, was implemented only through signage, which means there's very few physical barriers preventing a private car from driving across a plaza that's supposed to be closed to through traffic, for example. So we've had to evaluate and actually install bollards and physical barriers to prevent this in certain places. At this point, the only remaining on-street parking is in the city center is dedicated, as I mentioned, for handicapped users, delivery vehicles, and service vehicles. But again, there's a disconnect between what is actually available on the street and what the users perceive. The Car-Free Livability Program is trying to understand how to optimize the location and size of parking spaces, especially for delivery vehicles, relative to where there's highest demand. This is definitely an ongoing process. That was all I wanted to share with you today. I hope it was interesting and educational for your city. We have, unfortunately, very little information available in English, but here is a link to one report I found that could be interesting for further reading on this topic. And you may also send an email to me with follow-up questions, but I am also available to take questions now. So I turn it over to Marius for questions. Thank you. Okay. Thank you a lot, Victoria. So we have a few questions. I'm going to turn the camera on. So Mr. Meyer wants to know, were there knee-jerk defense reactions against the planned developments in Oslo? How were the skeptical stakeholders convinced? Yes, there were a lot of skeptics in this in the beginning, especially from private businesses who were very concerned about what is the connection between parking availability and shopping? So the city did do a series of economic impact analyses in the early years of the program. I want to say 2016, 17, and 18, where they compared for different sectors. So you have shopping stores, you have restaurants, you have other services in the city center. Comparing what was the growth or relative change for each of those services relative to Greater Oslo and I think one or two other cities in Norway as a reference point. And those studies showed that the change in commerce was negligible and in fact increased, especially for places like restaurants, which could now offer outdoor dining in places that were formerly parking spaces. So overall, there was a net zero or slightly net positive change in the local economy. Of course, we haven't been able to redo that study since COVID, and it's really difficult now to differentiate what is part of the Car-Free Livability Program versus what is post-pandemic effects at this point. But we have managed to win over, I think, quite a few people, including politicians in the opposition, to understand that fewer cars and more space for people is a more enjoyable city. Okay, Ms. Whitney wants to know, can you say something about the cost of the conversion measures? So the program has been financed through a special budget. I want to say it's been approximately
50 million Norwegian crown. And I'm sorry, I don't know what that converts to euros, but that's roughly the budget, what the budget's been every year since 2017, give or take. And that is not only for the physical measures, which my agency is responsible for, but also the planning agency, which has been responsible for the new land use plan. There's also a lot of other social initiatives and event planning. So it's, when you look at the holistic program, that's not just for road reconstruction or new signage, but the whole program as a whole has been about 50 million Norwegian crown per year. Okay. Next question is from Mr. Wagner. Closed quarters priority for for pedestrians and cyclists. What happens to inhabitants who need individual mobility, elderly and handicapped people, for example? Right. So I did mention that we removed in over 800 parking spaces and replaced those with either bike lanes or delivery areas for vehicle for service vehicles or handicap spaces. So there's now even more dedicated handicap parking spaces than there were previously. And however, we have that disconnect between where space is available and where someone's looking for a space, which is why we're hoping that this pilot project that we have now with the parking sensors gives us insight into what is the better distribution of these spaces based on need to help users get to or from their destination. Okay. Then a question from Ms. Hartlepp. Ms. Hartlepp has requests from employees at her Institute for Secure Bicycle Parking. The problem is they don't have enough space. So do you have alternative suggestions for secure bike parking? Oslo actually has a few different types of solutions. We're using parking spaces, so they're the equivalent area of a parking space. There's various different designs. One is basically a bike locker, just a really big box with access from both sides where you roll your bike in and you can lock it with a code. So you need, it's an app-based service, I believe. Or other type of modular covered bike parking that takes up what would be a street parking space. That's hasn't exactly been a particular initiative in this program, but I'm aware that Oslo has tested out several different solutions. So I could try to find more information about that and get back to you, Marius, to send on. Oh yeah, that would be really nice. I'm gonna send it to Ms. Hartlepp. Yeah. Last question is from Ms. Birkner. Many cities in Germany are concerned that retail will suffer from car-free city centers. What has been Oslo's experience with that? In answering that, I think the first question, I kind of answered this one as well regarding the economic analyses that showed a negligible positive change in commerce in the area where we had measures being implemented. I think there's actually quite a bit of literature on this topic internationally that supports the idea that more walkable and bikeable cities do support economic stability and growth, just because people are going at a lower speed, have time to stop and peek in a window, and they're not so much wedded to driving around and around and around looking for just a parking space. But other than those economic studies, I don't have anything more concrete to point to in Oslo. But I do think there's a lot of research that supports that can counter those fears. Okay, so that's it with the questions. Thank you. Thanks to everybody. I'm gonna switch to German again, so and everybody knows when we will start again. So yeah. Back to German. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Okay.
vielen Dank an die internationalen Speaker. Wir werden auch in der nächsten Runde noch mal jemand aus einer europäischen Stadt hören, und zwar aus Amsterdam, und dann ganz viel Lokales, weil eben halt auch im Lokalen viel passiert und gute Ideen da sind, die auch in der Umsetzung sind. Mit dem zweiten Part und starten da mit einem sehr interessanten Projekt. Und zwar geht es um Folgendes. Bequemer, sauberer, sicherer. Mit einem neuen Konzept für eine innenstadtnahe Paketlogistik möchte die Stadt Ettlingen den Bürgerinnen und Bürgern einen neuen Service bieten und zugleich den Lieferverkehr in den Altstadtgassen reduzieren. Denn der Paketdienst unabhängige Paketschrank bündelt nicht nur Lieferfahrten vor den Toren der Stadt und reduziert Lärm und Abgase. Zusätzlich sparen sich alle, die tagsüber nicht zu Hause sind, Wege, Nervenzeit beim Abholen der Sendungen. Der Vortrag wird einen Überblick über das Projekt und die Services geben und beschreibt, unter welchen Prämissen das Projekt erfolgreich verstetigt werden kann. Hierzu hören wir Andreas Kraut und Professor Dr. Wolfgang Echelmeier. Sie dürfen gerne übernehmen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen aus Ettlingen. Ja, wir starten die Präsentation. Genau. Ich hoffe, wir sehen Sie. Ja, ist zu sehen. Dann agiere ich in Ihrem Sinne, Herr Kraut. Ja, gehen Sie gleich bitte eine Folie weiter. Guten Morgen aus Ettlingen. Ein Satz zu Ettlingen. Ettlingen ist eine große Kreisstadt mit 40.000 Einwohnern knapp, ungefähr 10 Kilometer westlich von Karlsruhe. Und ich beginne mit der Motivation der Stadtverwaltung für dieses Projekt. Wir haben seit mehreren Jahren eine interne Arbeitsgruppe zum Thema digital vernetzte Mobilität. In der Arbeitsgruppe haben wir in den letzten Jahren zusammen mit Partnern, ich habe gesehen, der KVV ist ja Unterstützer dieser Veranstaltung, also zum Beispiel mit dem KVV haben wir mehrere Projekte am Laufen. Dazu gehört zum Beispiel das MyShuttle, das ist ein On-Demand-Verkehr hier in Ettlingen, der sehr gut angenommen wird. Wir haben mit dem Stadtmobil ein E-Car-Sharing-Angebot in Ettlingen recht umfassend aufgebaut. Die Ladeinfrastruktur ist auf die gesamte Stadt ausgebreitet. Wir haben vom KVV das Fahrradleihsystem Nextbike im Einsatz, das wir immer weiter ausbauen. Und wir haben seit einigen Jahren durch mehrere Baustellen auf der Bundesautobahn eine Verkehrsflusssteuerung digital auf den Weg gebracht, wo wir steuern können über solche digitalen Anzeigen, dass die Verkehre auf der Autobahn mitgeteilt bekommen, wenn Sie jetzt durch die Ettlinger Altstadt fahren, brauchen Sie die doppelte Zeit, so nach dem Motto, bleibt doch auf der Autobahn. Eins der herausragendsten Projekte aber ist für uns das Thema RegioMove als Intermodalknoten, der RegioMove Port in Ettlingen, wo sämtliche Verkehrsträger zusammenkommen und auch mit einer entsprechend komfortablen App für den Nutzer, die Fahrten koordiniert werden können. Und als wir diesen RegioMove Port aufgebaut haben, der jetzt gerade auch baulich umgesetzt wird, war die Frage, wie können wir diesen Port mit weiteren Angeboten zum Beispiel auch noch erweitern für die da umsteigen oder ankommen oder abfahren. Und da war eben eine Idee, und das war dann ein Ausfluss einer Förderung des Landes Baden-Württemberg. Das Programm hieß damals Elektromobile Logistik in Klein- und Mittelstädten, und dann kam die Idee auf, dass wir die Paketdienstleister aus der Ettlinger Altstadt heraushalten wollten und dann zum Beispiel mit einer Paketstation an diesem RegioMove-Port Mehrwerte für die Nutzer dort generieren können. Wie sieht dieses Projekt konkret aus? Gehen Sie bitte auf die nächste Folie. Danke. Es geht also im Kern bei diesem Projekt darum, dass wir die Logistikverkehre aus der historischen Altstadt heraushalten wollen. Sie sehen unten in dem kleinen Bild, also dieses ganze Projekt zielt nur auf den engen Kreis der Ettlinger historischen Altstadt ab und auf die Einwohner, auf die Gewerbetreibenden, die Gastronomen und die Händler, die in der Altstadt angesiedelt sind. Ziel ist es, die CAP-Dienstleister, die Pakete ausliefern,
gebündelt an einen Microhub anliefern zu lassen und von dort umweltfreundlich mit einem E-Lastenfahrrad oder E-Fahrzeug die Pakete dann in die Innenstadt zum Endkunden oder zum Paketschrank anliefern zu lassen. Zielgruppe von uns in diesem Projekt war von Anfang an, die Einzelhändler mit einzubinden, um auch die Innenstadt weiter zu beleben. Die Situation der Einzelhändler in den Innenstädten brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Wir wollten die Unternehmen mit in dieses Projekt einbinden, im Sinne von, wenn wir dort Abholstationen aufbauen, wie wir sie bei unseren Stadtwerken oder hier im Rathaus mittlerweile haben, dann sollte dieser Unternehmer als Arbeitgeber einen Mehrwert für seine Mitarbeiter dadurch generieren, dass die Mitarbeiter sich über ihre Paketlieferungen keine Gedanken mehr zu machen brauchen, weil sie das im Unternehmen bekommen können. Aber der wichtigste Empfänger dieses Projekts waren natürlich die Endkunden, die wir durch Direktbelieferung oder eben diesen Paketschrank adressieren wollen. Nächste Folie bitte. Was waren die Mehrwerte aus unserer Sicht? Also der Hauptpunkt für uns war eben die Attraktivitätssteigerung in der historischen Altstadt. Sie müssen sich vorstellen, dass bei uns, es gibt Situationen in der historischen Altstadt mit Fußgängerzone, wo Cafés sich befinden mit Außenbewirtung, wo die Menschen, die da in dem Café sitzen, alle 10 Minuten paar Zentimeter hinter ihrem Hinterkopf die Sprinter der Paketdienstleister hinter sich vorbeifahren sehen. Das ist von der Umweltbelastung nicht angenehm, ist aber auch von der Aufenthaltsqualität suboptimal. Also das aus Sicht der Stadtverwaltung war ein großer Punkt bei diesem Projekt eben das Raushalten der CAP-Dienstleister aus der Innenstadt, um eben die Aufenthaltsqualität zu steigern. Daneben ging es aber auch um die Effizienzsteigerung auf der letzten Meile. Durch die Bündelung der Fahrten über den Microhub, die wir damit erreichen wollten und letztlich aber auch für alle Beteiligten zusätzliche Serviceleistungen, zum Beispiel eben, dass die privaten Empfänger ihre Paketanlieferung bündeln konnten pro Tag auf einen Termin. Das gilt auch für die Händler, dass dadurch eine größere Flexibilität zustande kommt. Man muss nicht 5-6 Mal am Tag Pakete entgegennehmen, auch im Einzelhandel. Und ein ganz wichtiger Punkt auch in Ettlingen, das Thema eben der Umweltauswirkungen, dass wir eben dadurch, dass wir Elektrofahrzeuge nutzen, die Belastung durch die Schadstoffe entsprechend reduziert sehen wollten. Nächste Folie. Das Förderprojekt des Landes Baden-Württemberg sah so aus, dass das Wirtschaftsministerium als Fördergeber diese elektromobile Logistik in kleinen und Mittelständen auf den Weg gebracht hat. Die Fördersumme waren damals knapp 250.000 Euro, verteilt natürlich auf die Projektpartner. Da geht jetzt gleich der Herr Professor Echelmeier drauf ein. Wir haben mit dem Projekt 2020 begonnen und wollten natürlich dann 2020 und 2021 mit der technischen Umsetzung und mit den ablauforganisatorischen Umsetzungen durchstarten und sind dann durch Corona etwas ausgebremst worden. Das Land war aber hat uns dann eine Fristverlängerung gegeben, sodass wir jetzt bis Ende des Jahres das Projekt ablauforganisatorisch, rechtlich und in den Überlegungen, wie wir es verstetigen können, dann weiterdenken können. Zu den konkreten Projektinhalten mit der nächsten Folie, wo man nochmal das Logo von Ettlingen bringt. Das ist unser Logo für dieses Projekt. Übergebe ich an Herrn Professor Echelmeier, der jetzt auf die Projektdetails eingeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kraut. So, jetzt übernehme ich. Ich fange kurz an, stelle kurz das Konsortium vor. Wir haben die Stadt Ettlingen, wie der Kraut eben schon sagte, ist eigentlich der Anforderungsgeber. Derjenige, der tatsächlich die Intention in dieses Projekt reingebracht hat, wir wollen etwas, das, was die Stadt Ettlingen will, das hat der Kraut eben gerade präsentiert. Dann haben wir die Firma Transport Beetz, die die physische Logistik macht, die Firma Packardoo, die IT und damit auch die Informationsflüsse für unseren Paketstrom tatsächlich organisiert und leistet mit einer Software, mit einer App.
Und wir als Hochschule Reutlingen, als Projektmanagement und wissenschaftliche Begleitung. Hier steht extra Erarbeitung eines Geschäftsmodells. Das ist genau das, worüber ich heute auch kurz referieren werde. Darüber hinaus verstehen wir uns natürlich auch als die Institution, die diese Art von Konzepte weitertragen soll, will, wenn es erfolgreich wird, in andere Stadtkommunen. Das machen wir derzeit. Deshalb an dieser Stelle kurz gegrüßt das Projektteam des Masterstudiengangs an der Hochschule Reutlingen, die das mit der Stadt Herford machen. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hört alle fleißig zu. Und dieses Konsortium, wir sind diejenigen, die diese Anforderungen umgesetzt haben. Und ich beginne jetzt, mach weiter kurz mit einem Stand. Kleiner Augenblick. Suche ich meine Maus. Da ist sie. So. Mit dem aktuellen Stand, wie weit sind wir? Und kommen dann auf Betreiber-Szenarios. Das eigentlich auch sind erst unsere ersten Erkenntnisse. Wie kann man das verstetigen? Und die Rahmenbedingungen, die Eckpunkte, unter denen das tatsächlich dann auch wirtschaftlich ein Erfolg werden kann. Wir haben diese Prozesse entwickelt, der Kraut hat es eben gerade erklärt. Wir passen diese laufend an, das heißt, wir haben einen Regelbetrieb, der mit sehr wenigen Paketen derzeit funktioniert. Wir haben eine Teststation mit einem sogenannten Packardoo Point, also das ist genau diese Firma Packardoo, die mit ihrer Software bereits in Firmen bestimmte Bündelungspunkte geschaffen hat. Das ist eigentlich deren Geschäft. Und die jetzt zum Beispiel hier in Reutlingen bei Bosch einliefern. Unser Punkt wäre hier das Rathaus in Ettlingen und wir haben natürlich unseren Paketschrank, der dann für alle Bürger gelten soll und wir wollen natürlich auch in die Haustürzulieferung. Darüber hinaus gehen wir auf Einzelhändler zu und sind da auch guter Dinge, dass wir in diesem Jahr auch tatsächlich den ersten Einzelhändler als Versender mit integrieren können. Auch diese gibt es in stadtnahen Umgebungen oder Innenstädten, Versender mit relativ vielen Paketen. Und die nächste Lieferung an Bürger in der Altstadt, das hatte ich gesagt. Derzeit entwickeln wir das Geschäftsmodell, prüfen rechtliche Voraussetzungen für den Lieferverkehr in der Innenstadt, das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, wie können wir das ausweiten? Alles vor dem Hintergrund, dass natürlich eine Stadt wie Ettlingen die Anforderung haben kann, in die Verkehrsreduzierung zu gehen, in die Emissionsreduzierung zu gehen, neue Services für die Bürger aufzubauen, diese Stadt tatsächlich lebenswerter zu machen. Das ist die eine Seite, die man natürlich will. Und die andere Seite ist, wie kann man das umsetzen? Und natürlich, deshalb habe ich auch diesen Part in dem Projekt, sind das auch Dinge, die ganz stark in politische Veränderungen auch gehen. Und die Frage ist, wie kann man diese Anforderungen tatsächlich umsetzen? Und da sind diese rechtlichen Voraussetzungen, wie man Lieferverkehr in der Innenstadt gestalten kann, ganz wichtig. Und natürlich die Frage, wenn diese Fördergelder tatsächlich nicht mehr existieren ab 2023, wie man so etwas auf eine nachhaltige Struktur auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell stellen kann. Das sind genau die Dinge, über die ich jetzt ein bisschen was sagen kann. Und ich sage jetzt absichtsvoll, das sind alles Überlegungen, die jetzt nicht so tatsächlich umgesetzt werden müssen, sondern das sind jetzt tatsächlich Überlegungen im Projekt, in dem wir derzeit arbeiten, um bestmöglich diesen Anforderungen gerecht werden zu können und tatsächlich auch mutig in dieser Innenstadtlogistik etwas vorantreiben zu wollen. Das sage ich absichtsvoll, weil das natürlich, Herr Kraut kennt natürlich diese Folien, aber das ist jetzt, das kommt jetzt aus dem Projekt und diese Szenarien sind Überlegungen, die wir derzeit erarbeiten, die jetzt aber nicht unbedingt konform gehen müssen mit der Politik in der Stadt Ettlingen. Aber genau das sind die Dinge, die wir für notwendig halten zu diskutieren, um tatsächlich hier etwas bewirken zu können. Und ich habe das mal in zwei Szenarien für Betreibermodelle verpackt. Das erste wäre Sperrung der Innenstadt für Paketdienstleister. Das alles vor dem Hintergrund, wir wollen einen gebündelten
Paketverkehr in die Innenstadt machen für Multilabel-Shops oder sogenannte Packadu-Points oder Paketschränke, die für alle Paketdienstleister natürlich gelten soll. Das ist für uns die wichtigste Intention. Wir machen Bündelungspunkte für alle und wir erhoffen uns damit auch tatsächlich Verkehr zu reduzieren und auch Emissionen zu reduzieren. Das werden wir nebenbei gesagt mit Haustürzustellung eher nicht hinbekommen, aber das ist trotzdem eine notwendige Sache. Also nochmal, wir wollen gebündelt in die Innenstadt und wir wollen auch an Bündelungspunkten unsere Pakete tatsächlich wieder loswerden, weil das tatsächlich die Anzahl der Stops verringert und dann damit auch die Anzahl der gefahrenen Kilometer. Das ist für uns ganz wichtig. Wir werden damit nicht die Menge der Pakete reduzieren, sondern wir wollen sie einfach nur vereinfacht in die Stadt bringen. Und dafür überlegen wir derzeit ein sogenanntes Lieferkonzessionsmodell für die Innenstadtsperrung. Es gibt schon eine Innenstadtsperrung in einem bestimmten Zeitraum in der Innenstadt von Ettlingen, die heute aber mehr oder weniger nur umgesetzt werden kann. Die Frage ist, wie kann man das tatsächlich anders durchsetzen im Sinne der Projektziele und wie kann man, die Pakete müssen ja trotzdem an die Stadt rein, wie kann man das mit einem veränderten Modell tatsächlich realisieren. Dann jetzt der zweite Punkt, dass wir natürlich Pakete der CAP-Dienstleister, die heute in die Stadt gehen wollen, für uns gewinnen wollen. Und hier steht jetzt mal ganz provokativ, CAP-Dienstleister müssen Pakete über den Micro-Hub in die Innenstadt liefern lassen und zahlen an die Betreibergesellschaft. Das ist eine Idealvorstellung, das ist unser Wunsch. Das ist hier auch ganz provokativ aufgeschrieben, damit es jeder versteht, was wir wollen. Und wir sprechen auch mit den CAP-Dienstleistern darüber. Und ich bin da wirklich guter Dinge, dass wir diese maximal Anforderungen dieses Idealmodell auch mit denen diskutieren können, um da ein Stück weit vorankommen zu können. Wir diskutieren auch Subventionen der Stadt. Ich komme gleich zu dem Betreibermodell. Wir brauchen derzeit Subventionen, um dieses Betreibermodell auch in diesem Projekt, diesem geförderten Projekt durchführen zu können. Einfach aus dem Grunde, weil wir noch keine Einnahmen haben. Aber selbst wenn wir Einnahmen hätten, es gibt dafür ein Betreibermodell, das wir ausgearbeitet haben und auch ein Businessplan, wird klar sein, dass wir noch Subventionen brauchen. Und da zählen wir natürlich ein Stück weit darauf, dass die Stadt als diejenige, die die größte Motivation hat, tatsächlich Intention hat, uns da auch unterstützen wird. Aber die Dienstleistung der CAP-Dienstleistung zu übernehmen, wird natürlich diese Subvention reduzieren können. Das sieht man gleich in dem Szenario 2 auch. Natürlich denken wir darüber nach, wie wir das auf breitere Beine stellen können. Sie werden gleich in der nächsten Folie sehen, wir machen da noch nicht so richtig viel, wir wollen mehr. Und da sind jetzt ausdrücklich die Projekte Regio Cargo, Regio Move genannt, mit denen wir uns vernetzen wollen, um tatsächlich da in dem Zulauf unserer Paketströme auch ein bisschen breiter zu werden. Nicht nur ein bisschen, wir müssen breiter werden und wollen natürlich diese Initiativen auch für uns nutzen. Deshalb auch dieser Vortrag hier macht für uns absolut Sinn. Und natürlich brauchen wir mehr Paketvolumen und wir sind jetzt in der Kundenakquise und wir brauchen da auch andere Erlösquellen. Das ist aber jetzt nicht Thema dieses Vortrags. Aber kurz eingreifen, Herr Elchemeyer, und zwar unsere nächste Rednerin aus Amsterdam, die hat einen harten Anschlag danach. Okay. Das heißt, muss wieder in ein Meeting. Deshalb, wenn es für Sie beide okay ist, schaffen Sie es kurz bis 11.30 Uhr und dann würden Amsterdam switchen und Ihre Fragen oder die Fragen des Publikums dann im Anschluss besprechen. Tut mir leid, dass da jetzt ein bisschen Trouble reingekommen ist, aber da gibt es einen harten Anschlag im Anschluss an Termin. Perfekt, dann würde ich nämlich um 11.30 Uhr ganz schnell überleiten, dann kriegen wir alles hin und die Fragen von Ihnen nehmen wir dann später nochmal auf. Okay, ich habe auch letztendlich, das ist die letzte Folie. Das sind nämlich die Grundvoraussetzungen, Kosten und Erlöse, die wir jetzt, das sind unsere Erkenntnisse. Wir haben Ist-Zustand, wir machen praktisch noch überhaupt kein Volumen auf dem System. Wir wollen natürlich mehr haben, werden auch mehr haben. Wir haben Kosten errechnet, wir haben auch Erlöse errechnet. Sie sehen zwei Stück am Tag, das wird nicht gehen. Wir haben so ein Break-Even-Szenario, wir brauchen 60 Pakete am Tag. Wir haben dann einen Kostenrahmen für das Paket, wir haben auch einen Erlösrahmen.
Hier sieht man auch tatsächlich, dass wir, also das, da gibt es schon Gespräche mit mehreren Paketdienstleistern, die uns auch tatsächlich da Erlöse geben werden. Wir sprechen auch davon, dass die Stadt uns da bei uns bleibt. Und am Ende sind wir uns sehr sicher, dass wir bei 150 Paketen tatsächlich pro Tag ein Betreibermodell realisieren werden. Und das ist letztendlich das, was das, die Haupterkenntnis dabei. Da geht es übrigens auch um versendete Pakete der Einzelhändler und sind da guter Dinge, dass wir genau auch in diesem Bereich tatsächlich da Volumen in Kürze erzeugen werden. Gut, das sind noch ein paar Impressionen über unseren Schrank seit Oktober 21 im Betrieb. Und dann freuen wir uns später auf die Fragen und ich übergebe direkt. Perfekt, vielen Dank. Das hat gut geklappt. Danke, dass Sie da so flexibel sind. So we're going to switch to English again. So I warmly welcome Miss Cornelia Dinka from the city of Amsterdam. Without any introduction, we're going to start with your presentation because you have a meeting after your presentation. So yeah, just go on. Great, thank you for the invitation and for the opportunity to try and quickly tell the story before I have to move on to my next meeting. Let me see if I can share my screen. Do you see my presentation? Because I don't see what you see. So if somebody can give me an indication that you... Yep. Oops. Everything all right, you can start. Okay, very good. Very good. So let me just... great. So good morning, everyone. I hope you've had a great conference so far. Sorry to switch a little bit to English. I think that always breaks the flow. But let me try and tell you something about Amsterdam Smart City and our approach to accelerating the mobility transition. And this is quite a challenge to try and do this in the next 10 minutes. So what is Amsterdam Smart City? We hope to be the innovation platform bringing together public authorities, companies, knowledge institutions, and civil society to shape the city of the future. You might say, it sounds really nice. What do you actually do? Our activities fall into two main pillars, a public-private partnership program and a community platform, and I will mostly focus on the public-private partnership program. If you want to know more about the community platform, then you can just look at AmsterdamSmartCity.com, and that's actually also our platform. To give you some context, Amsterdam Smart City started out in 2009 as a European-funded project with a focus on smart energy and smart grids, and really on setting up small-scale pilots, especially with citizens, to make them aware of their energy use and help them reduce their energy use through things like dashboards visualizing their energy consumption, for example, combined with smart meters, which by now are rolled out in the Netherlands. At the end of that European funded project, I think probably many of you are also familiar with the challenge of everyone moving on and looking for the next subsidy. In this case, in Amsterdam, there was a very strong interest in making sure that there is a sustainable model for the program to carry on forward. And that is set up in these public-private partnerships in these four-year cycles. I can see a lot more, but trying to move very quickly to the mobility discussion. So I already mentioned we started out with a focus really on the energy transition, and nowadays we work on four societal transitions. So energy is still very important, but also on mobility, circular economy, and digitalization. And really our role is also to look at and facilitate the crossovers. So if we talk about smart mobility, we have a very big ambition in Amsterdam and the Amsterdam region to electrify mobility. So by 2025 in the city, we expect all public transit to be emissions free, and actually all mobility, also personal mobility, should be emissions free by 2030. So very, very ambitious. And we we've had actually had a lot of success in electrifying mobility, but we are noticing now it's actually putting a lot of pressure on the electricity grid. And the Netherlands is actually a country with a very stable electricity grid, and nevertheless, we are starting to have pressure and bottlenecks because of the rapid rate of electrification. So really our role, like I said, is really to look at the crossovers between these four societal transitions and how to accelerate them.
I'll skip a few slides just to speed things up. I'm not going to say, I think it's always most relevant for, I always get asked mostly to focus on projects. So that's what I will try to do very quickly. But I think this digital city agenda is also maybe something that you might find interesting. I always like to ask the question, does your city have a digital city agenda? And I think it really shows the approach of digitalization. So not so much focused really on the technical aspects in this case, but really about the values of what kind of digital city do we want to be? Again, I can say a lot more, but you can find this document also available in English, actually. One of the projects that I've been working on in the last 4 years, and it's the reason I have to run off to a meeting next, is this Marine Terrein Amsterdam Living Lab, which used to be the Navy terrain. The Navy is moving out, and together with a few other partners, we are setting this area up as a living lab, so a place for experimentation. And one of the sexiest projects that gets a lot of attention internationally as well is the rowboat. And this is a fleet of autonomous boats that's being developed and tested here on the Marine Terrein. And we know many other countries are working on autonomous vehicles. There's also a lot of work being done on autonomous vehicles also in the Netherlands, but Amsterdam is a city defined by water. And so we also think really thinking about autonomous mobility on water, especially for things like freight, so also construction materials, construction waste, these kinds of heavy transport and logistics. We're trying to shift from the streets to the water, also because we're having a lot of problems in Amsterdam with the state of the bridges that needs to be improved. I think maybe another nice example of a project that was here tested here on the Marine Terrein is this Public Eye, which is an open source crowd monitoring tool. And we've had a lot of discussions about crowd monitoring in Amsterdam over the last few years, starting before Corona, because we have so many large events. And then during Corona pandemic, we actually try to retrofit the crowd management system also to try and monitor for social distancing, for example. But quite often these crowd monitoring solutions are actually black boxes. So this project was all about developing this solution in an open source way. And that actually means it's also now available to other cities to use. Very much linked also to the discussion of open source and open algorithms. Amsterdam, together with Helsinki, launched an algorithm register. And this is really a way of trying to provide transparency for end users, or really for the citizens of Amsterdam, on what are these algorithms that the city is using. Also because we've had some scandals in the Netherlands around discriminatory use of algorithms, for example. So this is actually something which I know I've done some work on a different project where the European Commission is very much very keen on launching these kinds of algorithm registers all across Europe, in fact. So the way there was a big move towards open data platforms the last few years, I think we can really see these algorithm registers as, let's say, one of these next infrastructures to help provide this transparency to end users, but also to build a capacity within the city government on how do you procure algorithms, for example, because very often cities don't even know when they are procuring algorithms. Again, it's really black boxes. They're not sure whether they're discriminatory or not. So this is the reason why this algorithm register was launched. And I think the last example that I'll include here is from the Amsterdam Energy an Innovation Arena, which is one of our founding partners. And this is to give you an example of this crossover between energy mobility, but also certainly digitalization. So the Arena was working on getting rid of the diesel generators for backup power, and it used Second Life Nissan batteries to build its own storage for renewable electricity that's generating using solar panels. And this is, again, a very good example of this discussion of how to deal with this challenge that's coming up on what to do with all the electric batteries at the end of their lifetime. So already the production system creates a lot of, let's say, environmental problems, but how to deal with the disposal of these batteries is also very problematic as we continue to electrify
and as that picks up all over Europe and internationally. So this is a good example of how these batteries can be retrofitted, in this case, as a energy storage solution. We also do a lot of work with the University of Applied Science on how to evaluate these smart city projects, because quite often they are used for marketing or branding, and very often these pilots don't scale. So they've helped us over the years on how to actually, how to evaluate these projects, and also some process lessons learned, because our role in the last few years is not so much as a project manager, but really an ecosystem facilitator, bringing these parties together. So how to also do that is something that we've had some learnings as well. So I think this is the fastest presentation that I've tried to do. And I think that also actually leaves a few moments for questions. So I don't know if there's any questions, and I can try to switch over to the chat, or maybe somebody can read this up to me. Okay, if you have, how many minutes do you have? Two, three, four? Yeah, 2-3 minutes or so. I think maybe a couple of questions. Okay, a couple of questions. Let's see. What questions do we have? Q&A. Lena, Magda, there are questions, but I can't see them at the moment. Lena or Magdalena, can you take over and ask the questions? For sure. We have actually one question in the chat. So Mr. Xu would like to know, are all the buses electric then? Not all of them. I believe we're somewhere around 30% or so of the buses that are electric right now. And actually, we have the next round of buses. Actually, there's a big tender that just ended right now. And I believe by the end of the summer, once these new buses are coming in, then we will actually be more than 50% or so. So getting there. Yes. So the focus initially was actually on taxis. So we had a green deal, and it took a lot of time on how to build this green deal with the taxis. So most of the taxis, I think we're now at close to 90% emissions free for the taxis, and certainly also for the the buses are the next element that we're focusing on. Great, that sounds great. Also, we have, are you ready for one more question? Yes, let's take one or two more. Yeah. Okay. One more question is: you have a lot of projects going on. You tell us about. Do you also have projects about good delivery? Yeah, good delivery. I'm not exactly sure what good delivery means in this case. I'm guessing, switching to more micro deliveries and electric bikes and those kinds of things. Yes. Yes, this is a very, very big topic, and yeah, you can see a lot of very funky retrofitted delivery bikes all over the city. I didn't include that in my presentation, but there's a lot going on in the ecosystem on this. I don't think we've done so much on it, but University of Applied Science is very, very active on this. Mm-hmm. I see also a couple other ones. Maybe, Lena, if you don't mind, I'll just quickly touch on them. Yes, sure, okay? Go ahead. The algorithm ones, I think, is interested. So how do you explain algorithms to an interested but not knowledgeable public? So that's really the intention, actually, of the algorithm register, is how to make this information very accessible. And it's not meant to be there for people who are totally not interested. So we talk also about these more kind of professional citizens that are very critical and very active at asking a lot of questions. But actually this, like I said, it's actually also a way of educating and building that capacity and knowledge also inside the city government and for professionals as well. But I think if you're really interested in this, then the algorithm register as a starting point, you see the information that's organized in a very accessible way that also the general public should understand. And I see one more question related: hydrogen powered buses. Hydrogen is being absolutely also part of the mix and the solution for trucks, for larger vehicles. From buses, I think we're by now really going in the direction of electrification. A few years ago, I would say 5, 6, 7 years ago, there was still this kind of tension or discussion: will it be electric, will it be hydrogen? And mostly electric has won out in this case. Again, still a role for hydrogen, especially
for larger freight vehicles. But by now, we're very much on the path to electrification, also because there's been so much investment and subsidies, let's say, in the last few years, mostly on a national level, that's been really supporting electrification. Still a role for hydrogen, but much smaller. Okay, so that was really fast and really well organized. Maybe that's one of the reasons you're one of the leaders in sustainable and smart mobility. Thank you, Mars. This felt a bit like a marathon, but I hope it's been interesting and relevant. And I wish you really an inspiring discussion for the rest of the day. So you have my slides and you're also welcome to share those with the participants. Thanks. Thank you, everyone. Bye-bye. Have a great day. Bye now. You too. Bye-bye. Okay, so we're going to switch back to German, zurück ins Deutsche. Ja, haben wir kurz zwischen reingeschoben. Nochmal vielen Dank an Amsterdam. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu Herrn Kraut und Herr Professor Dr. Echelmeier. Ich übergebe einfach nochmal an Sie. Wollen wir die Folie nochmal aufmachen oder sollen wir gleich mit den Fragen starten? Ich schlage vor, wir fangen gleich mit den Fragen an. Sind ja einige. Ja, sind einige Fragen zusammengekommen. Danke auch nochmal, dass Sie da so flexibel waren. Jetzt konnten wir Amsterdam auch nochmal hören und jetzt geht's dann an die Fragen. Okay, wir starten mit der Frage von Herr Irion. Werden die Pakete von allen Paketdienstleistern gesammelt und dann einmal pro Tag in einer Lieferung zum jeweiligen Endkunden gebracht? Genau so ist es im Moment in den Abläufen konzipiert, ganz genau, ja. Perfekt, dann geht es weiter zur Frage von Frau Dr. Wittneben. Wie realistisch ist es, die Innenstadtsperrung bei DHL, Amazon, Hermes etc. auf kommunaler Ebene durchzusetzen? Soll ich darauf antworten, Herr Kraut? Gerne. Sie haben ja da was dazu erarbeitet. Also jetzt, dass wir werden das nie gegen Paketdienstleister durchsetzen, sondern das ist immer eine Kooperation. Das ist ganz wichtig, weil die Paketdienstleister arbeiten ja im Auftrag der Versender und nicht im Auftrag der Empfänger. Das heißt also, sie müssen ja tatsächlich die Möglichkeit haben, ihre Pakete zustellen zu können. Punkt. Das ist so und das bleibt so. Und natürlich wünschen wir uns, und da sprechen wir auch mit den Paketdienstleistern, dass wir das zukünftig kooperativer machen können. Nämlich genau dann, wenn es tatsächlich zu diesen Konsolidierungspunkten gibt, also zum Beispiel zu einem Paketschrank, zum Beispiel zu einem Shop, zum Beispiel zu einer Firma. Und da sind wir auch wirklich guter Dinge, dass wir da erfolgreich sind. Erstmal bei den kleineren Paketdienstleistern in den Bereichen, wo sie gar nicht so viel Pakete haben, in den Straßen. Und tatsächlich auch in der Wirtschaftlichkeit sich selber nicht so gut darstellen. Das gilt aber auf keinen Fall für DHL, weil die immer die Mengen haben und DHL auch tatsächlich aus meiner Sicht jetzt zukünftig in eine kombinierte Zustellung mehr und mehr streben wird, wo kleinere Pakete mit Briefen zusammen zugestellt werden. Das heißt, in diesem Bereich werden wir und können wir nicht konkurrieren. Das ist aber bereits ein Bereich, der vielerorts mit Lastenfahrrädern tatsächlich gemacht wird und wo ich doch guter Dinge bin, dass das tatsächlich den Anforderungen der Stadt auch entspricht. Darüber hinaus glauben wir, und das ist so ein Stück weit auch ein Appell an eine zukünftige Förderlandschaft, dass wir Innenstadtsperrungen tatsächlich, dass diese Innenstadtsperrungen kommen werden, das glaube ich persönlich bestimmt, weil das einfach ein Teil der zukunftswerten Stadt ist. Und wir haben das ja gerade jetzt über Barcelona, auch über Oslo und eben auch über Amsterdam gehört. Das ist der Tenor und denke, der wird auch zu uns kommen und sehr, sehr, sehr wichtig sein. Das werden wir hinbekommen, aber auch mit anderen und für andere Güterarten. Und dann ist tatsächlich hier war auch die Ergänzung über das Rechtsgutachten des Verkehrsministeriums. Das ist natürlich für einzelne Lieferarten nicht möglich, dass wir diese beschränken. Aber wenn wir in der Lage sind, eine City-Logistik tatsächlich für mehrere Güterarten zu machen, dann wird das mehr und mehr wahrscheinlich realistisch, vielleicht auch mit anderen Transportmitteln, vielleicht auch nicht morgen, aber ich denke in den nächsten Jahren bis 2030 ist mal ein guter Horizont. Und wir würden das, was wir machen, gern als Plan B verstehen, mit dem eine Stadt wie Ettlingen handlungsaktiv werden kann,
einen Plan B auch tatsächlich machen kann und wir eine leistungsfähige Logistik haben, die dann tatsächlich auch einspringen kann. Und das geht jetzt nicht nur für Pakete, sondern es geht bestimmt auch für andere Güterarten. Und natürlich auch in dem Vor- und im Nachlauf mit anderen Verkehrsträgern, wie jetzt zum Beispiel Regio Cargo mit der Tram, mit der Eisenbahn und so weiter. Ich hoffe, das erklärt das ein bisschen, unsere Ambitionen. Also das ist erst ein erster Teil, in dem wir tatsächlich auch sehr wenig Verkehr und sehr wenig Emissionen auch nur einsparen können. Dessen sind wir uns bewusst. Aber dass wir das als Vorläufer sehen für eine veränderte City-Logistik bis 2030, die auf ganz viele Güterarten geht. Und da wird es tatsächlich dann auch sichtbar spürbar. Okay, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Frage von Herrn Katzenstein. Herr Katzenstein fragt, ob er richtig verstanden hat, dass derzeit nur 2 Pakete pro Tag transportiert werden. Kann ich ganz aktuell was zu sagen? Nee, das stimmt nicht, aber es war auch eher als Worst-Case-Szenario. So haben wir begonnen. Wir haben jetzt phasenweise wesentlich mehr, wir haben aber auch phasenweise weniger. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Wir sind eigentlich jetzt erst im Rollout. Und gerade jetzt mit der Integration der Einzelhändler wird sich das auch ändern, sind aber auch eigentlich sehr zufrieden erstmal gewesen damit, dass wir mit den wenigen Paketen, die wir haben, unsere Prozesse auch sicher testen können. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir ein hohes Paketvolumen haben, das wir qualitativ nicht gut bewältigen können. Okay, dann gibt es noch 2 Fragen, die nehmen wir noch bis zum Ende mit. Und zwar fragt Herr Irion nochmal, wird die komplette Lieferung zu jeder Haustür perspektivisch im weiteren Ausbau angestrebt? Ja, das ist der nächste Ausbauschritt, den wir jetzt angehen wollen und auch entsprechend bewerben. Weil wir durch, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, auch was die Einzelhändler angeht durch Corona, die hatten alle andere Sorgen, als jetzt sich, was die Paketlieferung angeht, in irgendeiner Form damit auseinanderzusetzen. Und sowas auch mit den Endkunden in Corona-Zeiten, sowas anzufangen, war nicht zielführend. Deswegen fangen wir jetzt damit an. Okay, und dann die letzte Frage dazu kommt von Herrn Kurt. Ist es realistisch, dass ein in hartem Wettbewerb stehender KEP-Dienstleister 1 € als Endauslieferungsbeitrag für das City-Logistik-Konzept zahlt? Würde ich gerne darauf antworten. Also dass der Paketdienstleister, der CAP-Dienstleister, Antwort ist ja. Genau dann, wenn er, der CAP-Dienstleister, in diesem Zustellbereich keine eigene Wirtschaftlichkeit hat. Dann wird er nämlich wesentlich mehr dafür bezahlen derzeit. Und ich gebe zu, dass in dem Bereich, wo der CAP-Dienstleister wirtschaftlich ist und Geld verdient, wird es schwer sein, diesen Euro zu bekommen. Das ist übrigens eine Sache, die wir gelernt haben, dass wir viel mehr Kooperationsbereitschaft haben, wenn wir etwas außerhalb der Innenstadt sind. Was jetzt nicht unsere Intention war, aber für das Betreibergeschäftsmodell ist es einfacher. Okay, dann sind die Fragen beantwortet. Dann das letzte Wort nochmal an Sie beide, Herr Echelmeier und Herr Kraut. Gibt es noch was, was Sie sagen möchten Richtung Vernetzung? Ich meine, jetzt sind wir ja ein bisschen lokaler. Ja, einfach nochmal ein paar letzte Worte von Ihnen. Ich kann nur sagen, dass es ein spannendes Projekt ist mit Herausforderungen. Wir haben das von Anfang an als Reallabor gesehen. Wo uns bewusst war, dass wir da auch in zum Beispiel die rechtlichen Schwierigkeiten, die gerade diskutiert wurden, reinlaufen werden. Aber insgesamt ist ein sehr spannendes Projekt, ein innovatives Projekt und ich bin gespannt, wie wir es nachhaltig und verstetigend ausgestalten können. Ja, und aus meiner Sicht ergänzend, es wäre klasse, wenn wir regional wahrgenommen werden und uns vernetzen können in einer Zusammenarbeit, das gerade mit Regio Cargo, Regio Move. Also wir werden Pakete haben, die auch tatsächlich die transportiert werden müssen. Und wir wollen da eine Zusammenarbeit und in Richtung Politik, Förderlandschaft. Es ist absolut notwendig, dass wir dieses Projekt jetzt auf eigene Beine stellen mit einer eigenen Betreibergesellschaft, aber aus meiner Sicht auch absolut notwendig in der Förderlandschaft, aber auch in der politischen Unterstützung, dass wir auf mehr Güterarten gehen und dass wir da unser Betreibermodell tatsächlich auch nochmal unterstützt bekommen.
Also CAP machen wir. Andere Güterarten, jetzt zum Beispiel Einzelhandel, Gastronomie und so weiter und so fort, wollen wir machen. Es gibt da auch schon verschiedene Modelle, die wir tatsächlich transferieren können. Aber da würde uns Förderung nochmal richtig helfen. Okay, das nochmal ein Appell, ein Schlusswort an alle. Also Vernetzung gerne auch über uns herstellen. Wir stellen die Kontakte dann her. Wir schicken aber auch die Folien nochmal im Nachgang mit durch. Und das sind die Kontaktdaten ja dann auch mit dabei. Gut, dann vielen Dank auch nochmal von unserer Seite, von der organisatorischen Seite, dass Sie da eben so flexibel waren. Und dann würde ich weitermachen mit dem nächsten Thema. Wir bleiben in Süddeutschland, wir bleiben bei Belieferung und gehen jetzt zu der Präsentation über regionale und urbane Güterbelieferung auf der Schiene. Hierzu wird uns gleich Professor Dr. Ingo Dietrich etwas erzählen. Professor Dr. Dietrich ist seit 2010 an der Hochschule in Offenburg und er leitet dort den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft, Logistik und Handel und hat dort gemeinsam mit seinen Studenten der Deutschen Bahn und der AVG und der Engineering and Consulting im Jahre 2018 die Konzeption einer Gütertram im KVV-Netz initiiert und hat das mit vielen praxisorientierten Konzepten und Studien fundiert. Ein aktuelles Schwesterprojekt dazu ist die quasi konsequente Entwicklung eines Studiengangs Logistik und Handel. Und daraus ist eine Hofladentram entstanden. Zu beiden Projekten wird uns Herr Professor Dr. Dietrich nun was erzählen. Herr Professor Dr. Dietrich, Sie dürfen die Präsentation übernehmen. Dankeschön, vielen Dank. Bin ich A zu hören und B sieht man die Präsentation. Sie sind sehr gut zu hören und die Präsentation kann man auch sehen. Sehr gut, dann starten wir mal. Also regionale urbane Güterbelieferung auf der Schiene. Ich habe daneben geschrieben, Betriebswirtschaft, Logistik und Handel. Erstens, weil eben Studiengangleiter, aber eben, wie Sie eben auch schon gesagt haben, da ganz viele Studierende hinter sind. Ich müsste eigentlich auch noch Direktmarketing und E-Commerce dazu schreiben, weil da auch noch Beteiligte immer mehr dazukommen. Also es ist an dem Projekt, was wir jetzt sagen, haben bisher 160 plus Studierende gearbeitet. So, erstmal bin ich total glücklich über eins, dass nämlich die bisherigen Projekte, auch wenn ich ein bisschen traurig war, weil hier ganz viele Studierende auch zuhören, dass ganz wenig Güterlogistik in der City vorkam, aber ein Teil war schon mal ganz wichtig, nämlich dass vor allen Dingen um Personenmobilität geht. Mir ist nämlich eines ganz wichtig, wenn es um City-Logistik geht, wenn man auf das Foto hier guckt, ist das ganz typisch. Es wird immer auf die Güter geschimpft, heute nicht, ist auch gut so, weil das meiste sind nämlich Pkw. Und die gehen die hoffentlich die Folien weiter. Das klemmt nämlich manchmal bei Microsoft bei mir. Ansonsten Bescheid sagen. Recht volle Folie, viele Daten dazu. Also Beispiel Hamburg. Das Einzige, was ich gefunden hatte, rechnerischer Verkehr pro Quadratmeter, 2400 Fahrten mit privaten Pkw. Dann 28 Lieferverkehre an den Einzelhandel, was hier jetzt fehlt, ist Handwerk, Bäcker und so weiter, wobei Bäcker ist für Einzelhandel. Und dann muss ich jetzt ein bisschen die Paketdienste mal in Schutz nehmen. Es wird immer auf die armen Paketdienstleister eingeschlagen. Damit meine ich jetzt nicht Ettlingen Brinks, wir arbeiten da prima zusammen. Das ist jetzt gemein, wenn ich das jetzt sage, aber das ist allgemein in den Zeitungen, heißt immer, ja, weil mehr Pakete kommen. Sieht man hier, das ist wirklich total wenig. Das hat aber damit zu tun, dass die CAP-Dienstleister, also Kurier Express Paketdienstleister, zwar nur 10% Anteil in Logistikleistung haben, was wiederum über den gesamten Verkehr 2% gerade mal in der Innenstadt von Städten ausmacht, aber eben sehr viel an Logistik wegen. Und die fallen deswegen auf und stehen deswegen vor allen Dingen in Tageszeitungen etc., die sich jetzt nicht so viel mit Logistik beschäftigen, ganz häufig als die ganz Schlimmen drin. Warum? Weil die stehen natürlich öfters in zweiter Reihe, weil, deswegen habe ich eben auch direkt die Anmerkung gemacht, bei Oslo, da war ich total begeistert, dass es auch mal eine Stadt gibt, wo es Ladezonen gibt, dann hätte man viel weniger schon Probleme damit, weil die Paketdienstleister dann nämlich ganz schnell einen Punkt finden, wo sie anhalten und ausladen können. Dann hat Herr Echelmeier eben
schon wunderbar darauf hingewiesen. Wir haben nicht nur Pakete, sondern das sehe ich ganz genauso. Da sind wir absolut beieinander auch, dass wir nicht nur CAP-Dienstleister haben, sondern eben auch vor allen Dingen Stückgut und Konsumgüter. Und das sind die Anteile an Logistik, die in Städte, seien sie nun klein oder groß, sogar noch viel mehr reingehen. Also da sind wir absolut beieinander, dass wir das miteinander kombinieren müssen. Man sieht allerdings hier rechts, dass es teilweise dann auch entsprechend schwierig ist. Die meisten Projekte, ist auch richtig so, starten mit Paketen, da spricht auch nichts dagegen, machen wir ja auch jetzt in dem Folgenden, weil es hier einfach um größere Mengen geht. Wir haben einmal 300 Kilo, einmal 2400 Kilogramm durchschnittlich pro Abladung. Das kriegen wir nicht hin, indem wir mal gerade irgendwo eine Tür aufmachen und ein Paket auf die Straße stellen. So, dementsprechend haben wir zu tun mit einzelnen Paketen. Wir haben diese Pakete aber auf der Straße oder auf dem Weg in der Regel schon gebündelt, sei es auf Palette oder in Rollwagen, egal jetzt. Wir haben aber auch ganz viel an Wechselbrücken, Wechselbehältern unterwegs. Hier ist ein sehr schönes kleines Element, was man nutzen kann. Das sind aber normalerweise die typischen großen Wechselbehälter, die man so kennt, bis hin zu Sattelzügen. Die großen Discounter fahren mit einem Sattelzug in die Stadt rein und wieder raus. Das heißt, wenn wir die alle erfassen wollen, dann müssen wir da natürlich tatsächlich was bieten. Dann ist die Frage, ist wirklich nur City-Logistik oder geht es darüber hinaus? Jetzt schauen wir ja hier auf Karlsruhe und Ettlingen hatten wir eben. Es kommt jetzt ganz, ganz schnell zusammen, weil, wie gesagt, wir da auch schon angefangen haben, zusammenzuarbeiten, was ganz toll ist. Rein von Karlsruhe aus betrachtet ist das Einzugsgebiet des Einzelhandels weit darüber hinaus. Das heißt, wir gehen tatsächlich in Range von ungefähr 100 auf 100 Kilometer. Dasselbe, wenn man alleine auf die Logistik selber schaut. Hier links mal unsere Paketdienstleister, von denen wir es jetzt her hatten. Wo sitzen die eigentlich? GLS sitzt einigermaßen stadtnah, UPS auch. Die anderen sitzen schon 30 und mehr Kilometer außerhalb der Stadt. Hermes Bad Rappenau ist nicht ganz richtig, die haben nur mal Zwischenstationen. Ich habe es aber jetzt einfach mal so stehen. Genauso wie die Stückgutdienstleister, da sind einige in der Stadt, aber eben auch einige drumherum. Und dann kommen noch die Lebensmittelzentralen oder Regionalläger dazu, die ebenfalls relativ weit weg liegen. Das heißt, wir reden gar nicht über City-Logistik, sondern tatsächlich über Regionallogistik. Viele Projekte hatten wir jetzt heute nicht, zumindest von den Vorträgen bisher, aber es ist ansonsten so, dass viele City-Logistik-Projekte tatsächlich am Stadtrand beginnen. Da wird am Stadtrand umgeladen und in die Innenstadt reingefahren. Das ist eben so ein bisschen das Problem, dass man dort dann nochmal die ganze Haftung hat, die ganzen Kosten, Umschlagskosten etc. Sondern wir versuchen eben tatsächlich, die Ware schon in der Region abzuholen. Und das funktioniert ganz gut. Und da kam tatsächlich 2018, schon 10 Jahre davor, muss man sagen, DB, Deutsche Bahn Engineering Consulting hatte das damals schon gemacht, war allerdings ihrer Zeit wohl voraus. Und 2018 trafen sich zufällig in Person dann aber die Unternehmen DB Engineering Consulting und die Hochschule Offenburg und dann natürlich sehr schnell auch die AVG. Und wir haben zusammen gesagt, das müssen wir doch wirklich mal gucken, ob wir nicht diese Güter auf die Schiene bekommen, auch lokal. Weil genau diese ganzen Einzugsgebiete, die ich eben gezeigt habe, werden von dem Netz abgedeckt. Das ist das weltberühmte 2-System von der KVV, die sowohl in der Innenstadt als auch auf den äußeren Strecken fahren können. Dann kamen eben ganz viele Projekte dazu von Studierenden, die in ihrer Thesis, in Projektseminaren etc. mit ganz vielen Unternehmen zusammengearbeitet haben, damit ein breites Grundkonzept mit den Partnern erarbeitet haben. Wer jetzt noch nicht erwähnt wurde, ist Marlow Consultants in Karlsruhe als Beratungsbüro. Und so sind jetzt letztendlich eigentlich folgende Projekte entstanden. Also wir haben erstmal das eine, das ist so ein Projektbild von dem Projekt, was hier rechts unten ich gleich erkläre. Da geht es darum, tatsächlich Einzelelemente in Straßenbahnen oder Stadtbahnen einzuladen und zu transportieren und wieder auszuladen. Hier geht es einerseits einfach tatsächlich Palette oder Rollbehälter, aber vor allen Dingen ging das Projekt hier auch weiter in Richtung Fahrrad-, Lastenrad-Anhänger, die beladen werden, beispielsweise vom Paketdienstleister und dann in die Bahn reinrollen und dann an den entsprechenden Haltestellen abgeladen werden und bereitstehen zum Abholen in den jeweiligen Bereich, dass der Zusteller mit Fahrrad kommt oder Zustellerin.
Was ich gleich sage, eigentlich noch unbedingt viel mehr hätten gebraucht, ist sowas hier, dass wir tatsächlich Wechselbehälter bis hin zu, das ist jetzt vielleicht regional ein bisschen arg, aber ginge technisch bis zu gewissen Grenzen auch noch, Sattelauflieger auf die Schiene bringen. Das funktioniert technisch nicht. Die alte Idee, einfach hier eine Bahn aufzuschneiden und Wechselbehälter draufzusetzen, hat sich natürlich relativ schnell erledigt. Das verfolgen wir grundsätzlich aber auch noch als Thema weiter. Ich lasse es jetzt aber mal an der Seite stehen. Siehe Konsumgüter, Filialbelieferung, siehe Stückgutbelieferung, auch mit verschiedensten Formen etc. Das macht so keinen Sinn. Das ist tatsächlich nur sinnvoll, das in größeren Behältern zu transportieren. Dann allerdings natürlich mehr als Anhänger, wo wir uns durchaus vorstellen können, dann seitlich so einen Behälter in der Stadt abzustellen und dort als Mikrodepot zu nutzen oder eben auf einen LKW draufzuschieben, der das Ganze noch mal ein paar Meter weiter an die Filiale bringt. So, zwei große Projekte daraus entstanden. Das eine ist Logiktram. Das ist ein Projekt, was eben auf Basis tatsächlich, kann man, denke ich, voller Stolz sagen, wirklich aus einer großen Studierendenschaft entstanden ist, zusammen eben mit den genannten Unternehmen, wo wir gesagt haben, was brauchen wir? Und Logiktram ist gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und man sieht, sehr, sehr viele Unternehmen zusammenkamen, sind auch bei weitem nicht alle. Und dann auch das Folgeprojekt direkt Regio Cargo, wo es über das EFRE-Programm geht. Und das ist wirklich die große Lösung, wo es darum geht, tatsächlich Güter dann demnächst auf den Schienen zu planen, also die IT dazu zu errichten und die gesamte Verfolgung, die gesamte Umstiegs- und sonst was Prozesse hinzubekommen. Aber auch die technische Seite, da ist das KIT zum Beispiel ganz toll dabei, im Sinne von, dass wir diese Anhänger hier autonom hinbekommen, dass die also ihren Weg in die Bahn selber finden, selbst ihre Lastensicherung machen und dann auch an der entsprechenden Stelle wieder aussteigen. Wir haben hier noch die Unterscheidung reine Gütertram, lange Diskussion, eigentlich fast ja, betriebswirtschaftlich das günstigere, aber aus Sicht einer Verkehrsgesellschaft ist natürlich die Kombination Güterpassagiere auch interessanter, um gewisse Fluktuationen innerhalb des Tages dann in einer Bahn hinzubekommen. Das ist heute rechtlich noch sehr, sehr schwierig. Also da ist tatsächlich Schienen noch schwieriger als Straße. Auch das Teil von diesem Logiktram, auch in Kombination teilweise mit dem Frankfurter Projekt, die ja sowas auch schon testen. So. Da wir uns jetzt gucke ich die Zähler hier an, Direktmarketing, E-Commerce kommt auch gleich noch, aber da wir vor allen Dingen mit Logistik und Handel in dem Projekt drin sind, lag es nahe, dass wir irgendwann auch mal den Handel mit betrachtet haben und dann zu einer Idee kamen, die uns erstmal selber irgendwie ein bisschen sinnlos erschien, aber wir haben gedacht, na, jetzt gucken wir mal weiter. Aber das ganze Thema ist für uns überraschend, würde ich echt so sagen, erwachsen geworden. Das allererste ist, dass wir eine These gemacht haben. Also worum geht es eigentlich? Hofladentram ist, wie der Name schon sagt, die Idee, wir haben einen nachhaltigen Transport in der Region. Wir haben einen Trend zu regionalen Lebensmitteln, regionalem Einkauf. Und warum das Ganze nicht einfach mal zu versuchen zu verbinden? Also die Direktvermarktung von Hofläden, wo heute Leute sehr, sehr weit teilweise fahren. Wir haben vom Murgtal gehört, vom Landratsamt Rastatt, dass da die viele Menschen aus Karlsruhe tatsächlich hinfahren, um bei den Hofläden einzukaufen, haben gesagt, na gut, das können wir auch mit nachhaltig machen. Haben eine Umfrage damit gemacht, 1000 Teilnehmer in der Region Karlsruhe und seitdem einen immensen Zuspruch. Das Ganze auch betriebswirtschaftlich durchgerechnet. Und das Ganze befindet sich jetzt tatsächlich auch in Umsetzung, einfach als Pilotprojekt. So, und da gehe ich jetzt mal näher drauf ein. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Also, dass er das habe ich zwar noch nicht so gesagt, ein eher zukunftsausgerichtetes Projekt mit viel Technik, was ab 2027 ungefähr auf die Schiene kommen wird. Dann aber dagegen ein Projekt, was jetzt schon sehr bald auf die Schiene kommen kann, um eben tatsächlich erste Erfahrung zu sammeln und dann peu à peu die Techniken in sowas einfließen zu lassen. Ausgeklammert momentan die Wechselbehälter zu unserem großen Schmerz, aber auch die werden wir irgendwann schaffen. Hofladentram. Hofladentram als Name hat sie jetzt einfach etabliert, deswegen behält sie es allerdings natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Wir haben also tatsächlich einen Teil der Bahn, wir haben 37 Meter Bahn, die wir benutzen können. Wir benutzen ungefähr die Hälfte davon als Hofladen. Hier unten ist mal, wie sowas aussehen könnte. Da hat uns ein
Freund von mir aus Siegburg einfach schlichtweg geholfen, der Architekt ist. Er hat gesagt, er setzt das einfach mal ein schönes Bild um, wie sowas aussehen könnte. Aber das wird von einem Studierenden-Team momentan bearbeitet und sieht sicherlich nochmal nachher etwas anders aus. Dann aber auch einen großen Teil Transportkapazität. Den brauchen wir einerseits, erkläre ich gleich mal schnell, für diesen Hofladenbereich. Aber wir haben den auch die Mischkalkulation, um hier erste Transporte reinbringen zu können, um wagen zu können, erste Versuche zu fahren, ohne direkt in ein hohes betriebswirtschaftliches Risiko reinzugehen. Wir fahren immerhin mit einer, wie gesagt, 37 Meter langen Bahn, die kriegt man nicht sofort gefüllt. Aber dadurch, dass wir uns die Deckungsbeiträge hier teilen können, kann man das eben dann tatsächlich machen. Jetzt gehe ich mal aufs Projekt Hofladentram ein. Wie ist das gedacht? Wir haben eine Linie, x-beliebig, wer sich in der Region auskennt, könnten wir zum Beispiel sagen, wir fahren im Finstal los. Das ist also eine Region östlich von Karlsruhe. Dort haben wir Hoflädenpartner, die liefern eine Bahn, die dort für ungefähr 3 Stunden steht, Ware zu. Das ist Ware, die einerseits in den Laden reingeht, andererseits aber auch in den Lagerbereich reingeht. Und gleichzeitig steht die Bahn hier 3 Stunden. Mit dem Lastenrad wird Ware ausgefahren. Das heißt, hier können Leute kommen und in der Bahn einkaufen. Diejenigen, die es nicht schaffen, gehen, jetzt kommt direkt Marketing E-Commerce, gehen in einen Webshop, der von diesem Studiengang entwickelt wird oder fast entwickelt wurde. Ich kann nur einladen, www.hofladentram.de mal reinzuschauen. Und die bestellen eben letztendlich im Webshop, bekommen ihre Ware hier in das Terminal reingesetzt, das symbolisiert dieser blaue Streifen, und können jederzeit dort einkaufen. Die Bahn fährt weiter, hält eventuell mal ganz kurz dort, wo sie es kann und aber auch kein längerer Halt möglich ist, liefert ein Terminal und fährt dann zum Beispiel nach Ettlingen. Das sage ich jetzt bewusst, weil da eben haben wir vom Projekt Ettlingen-Brings gehört, da fangen wir an, uns zu vernetzen. Das, was total klasse ist, was ich an der Stelle mal sagen muss, nämlich, dass wir tatsächlich auch diesen Terminal von Ettlingen-Brings zum Beispiel vielleicht nutzen können, dass man da zusammenkommt, aber auch tatsächlich eben das Ganze in die andere Richtung wieder auszieht. So, hier beginnt das ganze Spiel von neuem. Hier haben wir aber auch Hofläden, die zuliefern, also landwirtschaftliche Betriebe. Die bekommen aber auch, weil ein weiterer Aspekt ist, dass heute viele Hof-zu-Hof-Verkehre stattfinden, um sich untereinander Ware auszutauschen. Und das machen wir jetzt eben auch mit dieser Bahn, indem wir dann an den Hof liefern, sodass die in ihren Hofläden jeweils auch wieder dann was anbieten, ein gesamtes Produktsortiment anbieten können. Und so setzt sich das Spiel im Prinzip fort. Und wenn wir ohnehin unterwegs sind, jetzt zum Beispiel von Finstal über Ettlingen bis Bad Herrenalb ins Albtal rein, dann können wir eben dort auch Transporte mitnehmen, die allgemeiner Natur sind. Ein Beispiel, wir haben auch ein Projektseminar jetzt aktuell von Betriebswirtschaft, Logistik und Handel, ist, dass wir die Region befragen, auch gemeinsam mit Ettlingen, dass wir die Region befragen im Sinne von lokalem E-Commerce. Ist es eigentlich irgendwie möglich, Amazon, Zalando zu überspringen? Das ist bestimmt verdammt nicht einfach, aber wir versuchen es einfach mal, dass man tatsächlich es irgendwie schafft, dass die lokalen Händler tatsächlich, sagen wir mal, nicht, vielleicht, wenn auch nicht bevorzugt, dann zumindest berücksichtigt sind. Und das ist natürlich auch Ware, die wir über so ein System fahren könnten. So, Pilotprojekt gedacht. Wir haben Karlsruhe in der Innenstadt. Wir gehen bewusst nicht ins innere Center, da gibt es genügend Bioläden etc., sondern in die Außenbereiche. Ist auch ganz spannend, was da so an Rückmeldungen kommt. Finstal, Albtal rein und auch Murgtal ist da schon sehr interessiert. Da schauen wir mal, wie das so weitergeht. Das ist eine kurze Impression von dem Projekt Logiktram. Das ist also dieser Mühwil-Anhänger. Das war jetzt letzte Woche auf der IT-Trans, wo sowohl Logiktram als auch Hofladentram vorgestellt wurden. Das ist die Leitmesse für Nahverkehr. Mehr IT, aber neben der InnoTrans eine der großen Leitmessen für Nahverkehr. Und das war schon mal ganz toll, dass wir dort ausstellen durften und haben ganz toll tatsächlich weltweit mit vielen Verkehrsunternehmen sehr, sehr positiv auch diskutiert. Das war sehr schön. So, wenn wir Ware transportieren, müssen wir die auch irgendwo abliefern. Wir brauchen Umschlagpunkte. Und da haben wir ein weiteres Projekt von Betriebswirtschaft, Logistik und Handel, dieses Mal mit einem Immobilienunternehmen Unmüssig, sowohl als Stadt Karlsruhe. Auch da ist Marlow mit dabei, auch da ist DB und AVG gewisserweise mit dabei. Das ist also ein altes Gebäude mitten in der Innenstadt. Wer es in Karlsruhe auskennt, gegenüber dem Staatstheater, das Postbankgebäude. Und dieses Gebäude wollen wir vom Außenbereich umnutzen. Da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen eines Pilotprojektes, sodass wir dann hier den Außenbereich
das ist jetzt nicht vollständig, wie es jetzt hier gezeichnet ist, aber zumindest im vorderen Bereich nutzen, sodass hier zwar erstmal straßenbasiert, aber Wechselbehälter morgens hingefahren werden können. Das ist das System von Paketdienstleistern, die mit dem Wechselbehälter in die Stadt kommen und von dort aus dem Lastenrad weiterfahren, um dann ein möglicherweise anstehendes Neubauprojekt zu nutzen, um dann eben hier in der Nähe liegende Gleise mit einer Verbindung ins Gebäude rein entsprechend auszubauen, sodass wir dann hier die entsprechenden Anliefer- und Abliefermöglichkeiten haben. Ganz kurzer Ausblick noch, ein anderes Thema. Ich habe jetzt über Gütertram gesprochen, das ist der lokale, ausgehend in den regionalen Bereich. Wir sind aber auch mit entsprechenden Partnern, Deutsche Bahn vor allen Dingen, aber auch AVG, hier in Studierendenprojekten dran, den Regionalgüterzug vielleicht doch nochmal hinzubekommen, der so oft diskutiert wird, wo man dann eben letztendlich auch über Baden-Württemberg betrachtet oder sogar in Richtung Köln, sind wir da jetzt momentan im Überlegen, auch eine Fernverbindung mündet, wo man dann entsprechende Verknüpfungen haben kann. Das kann dann so aussehen, dass man einen Wechselbehälter oder Sattelauflieger hat, die horizontal und damit sehr einfach an allen möglichen Stellen ver- und entladen werden können. Ich gehe da jetzt mal gar nicht so sehr drauf ein, es gibt nachher Fragen dazu. Und das Ganze ist eher auf Baden-Württemberg gemünzt. Nicht einfach, wir sind da wie so häufig hier in der Strecke natürlich stecken geblieben, wo keine Maus und damit erst recht kein Zug mehr drauf passt, aber man kann da ja durchaus weiter überlegen. So, auch in dem Zusammenhang etwas, was wir für sehr wichtig erachten in einem Gesamtprojekt, dass man eben tatsächlich auch diese Fernverbindungen und die lokalen Verbindungen miteinander verknüpft. Und dafür hatten wir in einem Masterstudiengang Logistik jetzt Projektseminare, wo wir uns um verschiedene Immobilienmöglichkeiten gekümmert haben und geschaut haben, auch wieder zusammen mit den Partnern, das ist immer klar, wo wir die Gütertram hier mit den kleinen Gleisen, mit der großen Bahn verknüpfen können. Und das sind solche Themen, also auch da die Einladung. Also verschiedene Einladungen dazu, auch gerne, wer aus dem Karlsruher Raum kommt und sagt, das könnten wir verknüpfen oder Gemeinden drumherum, sehr, sehr gerne. Auch andere Städte, Gemeinden, die sagen, wir haben noch ein ähnliches Stadtbahnsystem und würden vielleicht sogar auch mal mit den Wechselbehältern das Ganze ausprobieren, dann bin ich sofort dabei. Also von dem her meine Kurzeinführung, vielen Dank und mal gucken, was für Fragen kommen. Perfekt. Dann schon mal vielen Dank, Herr Professor Dr. Dietrich. Wir haben aktuell zwei Fragen. Die erste Frage ist die Frage von Frau Ganser. Das ist die Frage, wenn die Hofladenbahn länger steht zum Einkaufen, wie ist das mit dem fließenden ÖPV-Verkehr vereinbar? Ja, natürlich den gesamten... das gesamte Netz mal durchgeguckt und haben dabei festgestellt, dass es da gerade im AVG-Bereich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt und gehen auch die an. Also das heißt, innerhalb der Stadt Karlsruhe gibt es Wendeschleifen, gibt es Gleise, die nicht aktuell nicht für den ÖPNV regelmäßig genutzt werden. Und auch in Betriebshöfen, zum Beispiel Ettlingen, gibt es auch ein Seitengleis, aber auch sogar einen Bahnhof in Ettlingen, wo auch die Paketstation steht von Ettlingen Brings, also sofort Anknüpfungspunkt. Auch da haben wir Gleise, wo wir stehen können. Okay, dann gibt es noch eine Frage zu der IT-Infrastruktur. Also wie sieht denn die IT-Infrastruktur für das komplette Projekt aus? Also gibt es Frontend-Anwendungen zum Beispiel für den Hofladen, dass die Leute informiert werden, wann die Tram kommt? Und auch, wie sieht es im Backend aus? Also dieses, ich sag mal, Schwesterprojekt von dem eigentlichen großen Projekt Logiktram, Hofladentram, ist bewusst einfach gestrickt, dass wir dann möglichst schnell loslegen können mit. Das heißt, wir wollen da jetzt keine riesengroße IT im Background, die brauchen wir auch nicht. Das ist mit den landwirtschaftlichen Partnern auch abgestimmt. Die haben alle sofort gesagt gehabt, was sollen wir da jetzt eine große IT? Wir wissen, dass donnerstags von 15 bis 18 Uhr die Bahn da hinten steht, das planen wir uns regelmäßig ein, damit ist gut. Also von dem her muss nicht auch, bin Fan von Digitalisierung, aber bitte an den Stellen, wo es Sinn macht.
Und das Zweite ist, im Frontend haben wir eben eine Masterthesis von Direct Marketing E-Commerce momentan am Laufen. Der Felix Dages programmiert und baut dort einen Webshop. Und erste Idee davon, wie sowas dann nachher aussieht, kann man auch aktuell unter www.hofladentramp.de anschauen. Und dann wäre das eben tatsächlich der Anknüpfungspunkt, jetzt speziell Hofladen. Das kann sich aber auch ausdehnen eben auf ein lokales E-Commerce oder was auch da kommt, um dann darüber eben tatsächlich als Endkunde, vielleicht aber auch als Restaurant, als kleiner Laden etc. Ware zu bestellen. Entweder ins Terminal oder Click and Tram, also sozusagen nennen wir das, oder aber eben auch zur Lastenradauslieferung. Okay, dann eine letzte Frage. Wann ist das Projekt abgeschlossen, beziehungsweise wann kann man ein Endresultat erwarten? Oh, das ist, das ist bestimmt anders gemeint, wie Sie sagen. Weil abgeschlossen ist ähnlich, wie der Echenmeier eben gemeint hatte, ist sowas natürlich nie, sondern man baut das aus, man evaluiert, man verbessert es. Ist wahrscheinlich eher gedacht, wann wird eingeführt? Ansonsten bitte gerne nochmal nachfragen. Einführung haben wir jetzt, dann sind wir natürlich jetzt von dem Partner endgültig abhängig, das machen wir nicht als Hochschule, sondern mit den klaren Zusagen von dem Partner. Und da haben wir jetzt noch kein Datum, wo wir sagen, der 31. irgendwas, aber es soll zumindest, ich sage mal, bis nächstes Jahr passieren. Okay. Hoffentlich. Dann sind wir erstmal mit den Fragen durch. Dann auch nochmal an Sie, letzte Worte nochmal. Bei Ihnen auch nochmal interessant, ob da Vernetzungen stattfinden können. Einfach nochmal für Sie. Die letzten Worte. Also eine Vernetzung läuft ja bereits mit Ettlingen Brings, was absolut klasse ist. Regio Cargo, Ettlingen Brings und dann diese Themen rund um Tram, Stadtbahn. Gerne, was wir jetzt auch auf der IT Trans natürlich auch immer angeregt haben, wenn andere Verkehrsgesellschaften Interesse haben, wir können jederzeit sehr, sehr gerne dort über Thesis, Abschlussarbeiten, Projektseminare kommen immer sehr gute Sachen auch daraus, entsprechend dort weiterarbeiten. Und ich bin überzeugt, wir kriegen das hin. Auch wenn es erstmal verrückt klang von der ersten Idee, glaube ich da mittlerweile dran. Weil rein betriebswirtschaftlich ist das durchaus möglich. Es hat natürlich auch aus den Umfrageergebnissen raus, hat natürlich wie immer ein betriebswirtschaftliches Risiko, wie jedes quasi Startup. Okay. Dann vielen Dank für den interessanten Vortrag und dann kommen wir zu unserem letzten Vortrag heute. Dieser Vortrag wird gehalten von Professor Dr. Markus Friedrich. Professor Dr. Markus Friedrich leitet den Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik an der Universität Stuttgart. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Modellierung und der Prognose der Verkehrsnachfrage, mit Methoden zur Planung von Verkehrsnetzen und mit den Wirkungen autonomer Fahrzeuge und neuer Mobilitätsangebote. Er wird uns gleich etwas erzählen zu neuen Mobilitätslösungen für die Stadt, was sie versprechen und was sie uns vermutlich leisten können und bindet damit das Thema für den heutigen Tag ab. Herr Professor Dr. Markus Friedrich, ich darf an Sie übergeben. Sie können die Präsentation übernehmen und loslegen. Und Sie sehen meine Folien? Wir sehen Ihre Folien und können Sie gut hören. Das ist super. Ja, genauso wie Sie es gesagt haben, Thema der Konferenz Mobilitätswende. Und wir haben heute viele spannende Lösungen gehört. Und ich versuche das jetzt noch so ein wenig einzuordnen. Ich habe mir als Start ein Bild ausgesucht, das ursprünglich mal von Daimler, jetzt Mercedes-Benz Group, veröffentlicht wurde, um neue Mobilitätslösungen zu visualisieren. Und dieses Bild gefällt mir gut, weil es genau viele dieser Dinge zeigt, die immer wieder genannt werden. Zum einen sehen wir in dem Bild die Ziele, die wir haben. Wir hätten gerne eine grüne Stadt, wir hätten gerne Aufenthaltsqualität. Sie sehen noch andere Dinge, wie Häuser vielleicht aussehen sollen. Ja, und Sie sehen in dem Bild dann Dinge, die gar nicht so neu sind. Also dieses Bild schlägt unter anderem einen Tunnel vor. Autos sind dann nicht mehr sichtbar, stören den Oberflächenverkehr nicht mehr. Wir sehen auch eher eine traditionelle Lösung, ein Parkhaus. Wir parken nicht auf der Straße, sondern im Parkhaus. Dann gibt es Dinge, die Sie immer wieder sehen, wenn es um neue Mobilität geht. Seilbahnen. Idealerweise
die Verknüpfung mit den vorangegangenen Themen auch eine Cargo-Seilbahn, also immer den Güterverkehr mitdenken. Natürlich fahren wir elektrisch, wir teilen Fahrzeuge, Fahrzeuge sind autonom, hier in diesem Bild auch dargestellt mit einem Fußgängerüberweg, um auszudrücken, die halten sich perfekt an die Regeln, sind möglicherweise bessere Verkehrsteilnehmende als die heutigen Autofahrer. Wir haben Mikrohubs für den Güterverkehr und ja, dann gibt es so Lieferroboter, die das vielleicht zum Endkunden bringen. Was nicht fehlen darf, ein Lufttaxi oben drüber. Wir sehen jetzt hier verschiedene Dinge und ich stelle mir jetzt die Frage, was sehen wir denn hier eigentlich? Sehen wir ein Mobilitätskonzept? Sehen wir ein Verkehrskonzept? Oder sehen wir eigentlich hauptsächlich mal Fahrzeuge und wir sehen hier verschiedene Fahrzeugkonzepte? Das heißt, ich will meinen Vortrag beginnen mit ein paar Gedanken zu den Begriffen Verkehrskonzept, Mobilitätskonzept und Fahrzeugkonzept. Ein Verkehrskonzept oder Verkehrskonzepte sind Dinge, die Fachverwaltungen entwickeln, Fachverwaltungen oder auch Aufgabenträger, aber wichtig immer im Auftrag politischer Gremien. Die entscheiden, setzen um die Verkehrsnetze, die Straßenraumgestaltung. Sie entwickeln gemeinwirtschaftliche Angebote im öffentlichen Verkehr, die dann auch mit öffentlichen Mitteln bezuschusst werden. Sie entscheiden über monetäre und ordnungspolitische Maßnahmen, Parkgebühren, Straßenbenutzungsgebühren, Umweltzonen. Und sie sind verantwortlich für Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen und straßenseitige Verkehrsinformationen. Demgegenüber, also wenn wir das jetzt uns angucken, können wir feststellen, dass alles, was hier passiert, betrachtet die Verwaltung, die Politik und die Zielgruppe, die Verkehrsteilnehmenden, sind Bürger. Alle werden gleich behandelt. Das Oberthema ist Daseinsvorsorge. Wir wollen einen Zustand schaffen, bei dem alle Aktivitätenorte, die uns wichtig sind, in angemessener Zeit zu angemessenen Kosten erreicht werden können. Demgegenüber gibt es Mobilitätskonzepte. Das sind Konzepte, Angebote privatwirtschaftlicher Unternehmen, die sich natürlich an Regeln halten, aber die erstmal eigenwirtschaftlich arbeiten. Die müssen Gewinn damit machen, zumindest langfristig. Beispiele dafür sind der Fernverkehr. Ich nenne das Ganze mal eigenwirtschaftlicher ÖV. Ridesharing, weil Ridesharing so gut klingt. Ridesharing mit einem Fahrplan. Sowas macht die Deutsche Bahn im Fernverkehr, macht Flixbus, Bus, machen Luftverkehrsunternehmen. In den Städten haben wir beginnend, es entwickelt sich, Ridesharing, wahrscheinlich ist das genauere Wort Ridepooling, on demand, ohne Fahrplan, aber mit einem Fahrer, der uns transportiert. Wir haben einen Chauffeur und Sie sehen hier Erbringer solcher Leistungen. Das sind aber privatwirtschaftlich organisierte Leistungen. Das Gleiche gibt es beim Fahrzeugsharing, also Ridesharing. Wir teilen eine Fahrt, Fahrzeugsharing, wir teilen ein Fahrzeug. Das kann ein Taxi sein im einfachsten Sinn. Das haben wir. Stadtmobil als Beispiel für Carsharing. Oder eben andere Anbieter für Fahrräder, für Scooter, für Fahrzeuge, für Autos. Und alle sonstigen Mobilitätsdienstleistungen, nehmen Sie sowas wie eine Fahrplanauskunft des DB-Navigators oder bei Google oder bei ParkNow, alles das sind Mobilitätsdienstleistungen, die von Privaten zur Verfügung gestellt werden. So, die Eigenschaft dieser Mobilitätskonzepte ist, dass sie eigenwirtschaftlich sein müssen. Sie richten sich an Kunden. Das heißt, eine andere Zielgruppe, eine andere Zielsetzung. Wir müssen Gewinn machen langfristig. Wir wollen damit die Ziele, die Vorstellungen unserer Kunden möglichst gut erfüllen. Das ist eine andere Zielsetzung als bei Verkehrskonzepten. Und ich glaube, das ist immer wichtig im Hintergrund zu behalten oder Hinterkopf zu behalten, weil Mobilitätskonzepte andere Ziele verfolgen.
Dann gibt es noch die Fahrzeugkonzepte. Das ist das, was uns die Fahrzeugindustrie bereitstellt. Antriebstechnik, automatisiertes Fahren, mittelfristig verschiedenes Fahrzeugdesigns, die sich in der Entwicklung befinden, die wir heute haben. Manche arbeiten mit kleineren Fahrzeugen, die man irgendwie koppeln kann. Es gibt aber auch Konzepte, die eher mit größeren Autos für die Stadt arbeiten. Und dann haben wir die Kleinstfahrzeuge, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Also Fahrzeugkonzepte haben die Bedeutung, naja, das ist das, was uns zur Verfügung steht, wenn wir Mobilität gestalten wollen. Jetzt gibt es sehr viele Verkehrskonzepte, es gibt sehr viele Mobilitätskonzepte und ich habe nur eine gewisse Menge an Zeit. Und ich will jetzt, ich habe drei ausgewählt, über die ich jetzt reden will, die eine gewisse Wirkung, eine gewisse Bedeutung für den Stadtverkehr haben. Das ist einmal Netzgestaltung innerorts. Nach meiner Einordnung wäre das ein Verkehrskonzept. Monetäre Maßnahmen, ebenfalls Verkehrskonzept. Und dann das Thema Ridesharing und Ridepooling. Ich fange mal mit Netzgestaltung innerorts an. So, was Sie hier sehen, ist so eine typische, ideale Stadt mit vielen Ringen, einem Autobahnring außenrum. So haben wir angefangen nach dem Krieg mit der autofreundlichen Stadt. Die Vorstellung war, die Autobahn geht möglichst weit in die Stadt rein, autogerechte Stadt. Wir haben sehr gute Autoerreichbarkeiten. Wichtig ist zu verstehen, dass sowas wie ein Tempolimit, eine zulässige Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gibt es in Deutschland zwar schon lange, aber das war nicht immer da. 1957 wurde das eingeführt. Gucken wir uns mal die Vorstellungen dieser Zeit vor einem halben Jahrhundert an. Sie sehen hier ein Bild von Stuttgart. Ich weiß nicht, wie gut Sie sehen. Das war die Planung für eine Hochstraße. Fand man damals eine sinnvolle Lösung. Die wurde allerdings nicht umgesetzt. Wahrscheinlich würde man heute sagen, zum Glück. So sahen damals die Straßen aus. Wir hatten in der Stadt viel Autoverkehr, möglicherweise ja, in allen Straßen. Und es gab keine Fußgängerzonen. Das heißt, wir haben dann in den späten 60er Jahren, insbesondere in den 70er Jahren, bis in die 80er Jahre zwei Erfindungen. Wir haben die Fußgängerzone in der Innenstadt und im Jahr 1983 eingeführt die Zone 30. Ja, wenn Sie mal so zurückgucken und sich erinnern, manche erinnern sich vielleicht daran, das war nicht leicht, die Zone 30 umzusetzen. Gab es viel Ärger, politische Diskussion darüber. Heute haben wir uns daran gewöhnt und finden es sehr normal, dass es das gibt. Also dieses Konzept, das ist das, was wir heute haben. Und wenn man sich das mal für Städte anguckt, sehen Sie hier ein Bild der Stadt Stuttgart. Sie, wenn Sie Stuttgart kennen, dann wissen Sie, dass hier die Fußgängerzone ist. Und naja, wir sehen hier aber eine große Straße. Das heißt, wir haben unsere Städte die Aufenthaltsqualität erhöht, Aufenthaltsfunktion geschaffen. Wir haben aber gleich den Verkehr haben wir aus der Stadt rausgenommen. Bei manchen Städten war das möglich, das weiter weg zu machen, also auf irgendwelche Ringstraßen. In Stuttgart hat man eine Lösung gewählt oder wählen müssen, die relativ stadtnah ist und die uns heute nicht mehr so gut gefällt. Wir haben, das ist keine Stuttgarter Eigenschaft, sondern eine Eigenschaft vieler Städte, wir haben gleichzeitig viele Parkplätze gebaut. Das heißt, die Innenstädte sind zwar gut mit dem ÖV erreichbar, sie sind aber auch gut mit dem Auto erreichbar. Und immer wenn wir dann so eine Tunnellösung diskutieren, stellen wir fest, naja, Tunnel ist schön, aber die Leute wollen tatsächlich auch in die Innenstadt. Also haben wir Rampen für die Erschließung, die meistens nicht schön aussehen. So, jetzt sind wir im Jahr 2020 oder danach 2020 plus und wir sehen, dass es neue Fahrzeugkonzepte gibt. Viele kleine Fahrzeuge, vielleicht irgendwann autonome Fahrzeuge und wir schauen uns den Straßenraum an und stellen fest, wir haben nicht ausreichend Platz, um jedem Verkehrsmittel, jedem Fahrzeugkonzept den eigenen Raum zu geben. Das ist die Herausforderung an die Netzgestaltung. Jeder wird dann immer sagen, ja, wir brauchen eigene Radwege, wir brauchen einen Busfahrstreifen. Wenn Sie dann aber in Städte gehen, stellen Sie fest, dass der Platz dafür nur begrenzt verfügbar ist. Deswegen müssen wir uns Gedanken machen,
wie wir die Netze in Zukunft gestalten wollen. Und wir wissen, dass es eine Städteinitiative zu Tempo 30 gibt. Kann sein, dass sich irgendwann die Straßenverkehrsordnung ändert. Ich will jetzt mal einen Vorschlag machen, der darüber noch hinausgeht. Die Idee ist im Wesentlichen die, so wäre es wahrscheinlich auch bei Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, dass wir viele von den Straßen, die der innerörtlichen Verbindung dienen, die heute typischerweise Tempo 50 Straßen sind, dass wir dort die Geschwindigkeit reduzieren. Auf Tempo 30, vielleicht auch auf Tempo 40, zum Beispiel dann, wenn öffentlicher Verkehr in diesen Straßen verkehrt, den wir nicht ausbremsen wollen. Wenn wir aber jetzt diese Erschließungsstraßen, die heute in Tempo 30 Zonen sind, wenn wir die bei Tempo 30 lassen, dann fehlt die Hierarchisierung des Straßennetzes. Das kann dazu führen, dass wir mehr Verkehr in den Nebenstraßen haben. Und um das zu vermeiden, wäre der Vorschlag hier runterzugehen mit den Geschwindigkeiten auf eine Geschwindigkeit, die zum Beispiel ein Fahrrad, ein Pedelec gut erreicht. Das wären dann zum Beispiel 25 Stundenkilometer. Also das wäre die Idee. Das können Sie dann durchaus ergänzen mit Ideen wie Barcelona Superblocks. Man kann auch sagen, unsere Tempo 30 Zonen sind frühe Ausprägungen eines Barcelona Superblocks. Wir müssen jetzt es aber schaffen, dass diese Netze, diese Superblocks, die Inseln, dass die miteinander verbunden werden. Weil auf diesen Netzen soll idealerweise also alle Fahrzeuge, die langsam sind, Radverkehr, Fußverkehr, Cargo-Bikes, Scooter, die sollen diese Netze nutzen. Wir finden dann immer wieder schöne Beispiele. Hier ein Beispiel aus Stuttgart, Tübinger Straße. So sah es mal aus, so sieht es heute aus. Und wir stellen uns jetzt vor, dass unsere Stadt irgendwann so aussieht. Anderes Beispiel, was mir persönlich gut gefällt, aus Esslingen, eine Fahrradstraße, die, umgestaltet wurde, umgestaltet des Straßenraums. Es gibt auch Diagonalsperren, weil man hat schon den Eindruck, dass der Umbau aufwendig ist, aber nicht mit sehr hohen Kosten verbunden. Und das ist jetzt letztendlich die Fragestellung bei der Netzgestaltung. Wir werden es nicht schaffen, alle unsere Straßen bis 2030, bis wir die Mobilitätswende erreicht haben, so umzubauen, dass sie unseren Vorstellungen entspricht. Wir werden viele Straßen haben, wie Sie hier sehen. Die Frage ist, ob wir durch Änderungen gesetzlicher Regelungen, zum Teil sind sie schon verfügbar, einen Zustand hinbekommen, wo wir sagen, wir schaffen durchgehende Netze für die langsamen Verkehrsmittel, die Slow Modes. Wir lassen erstmal die Autos. Die Parkplätze rühren wir erstmal nicht an oder nur im kleinen Umfang, zum Beispiel indem wir an den Ecken Stellplätze schaffen für die Fahrräder und die Scooter. Aber wir haben eine Regel. Autos, ihr seid willkommen in diesen Straßen, aber ihr dürft die Fahrräder nicht überholen. So, meistens geht es sowieso nicht, wenn man sich an die Regeln hält. Aber das kann man noch mal strenger formulieren. Dann hätten wir eine Möglichkeit, den Straßenraum relativ schnell nur mit Regeln umzugestalten. Natürlich soll man es auch baulich machen. Aber das wird teuer sein und lange Zeit brauchen. Eine zweite Art von Maßnahmen, die man auch, wenn man will, schneller umsetzen kann, sind monetäre Maßnahmen. Monetäre Maßnahmen klingt immer nicht so gut. Das Geld wollen die Leute nicht so gerne ausgeben. Es klingt schon ein bisschen schöner, wenn man es Mobility Pricing nennt. Und wir stellen fest, dass wir heute schon ganz viele Preise im Verkehr haben. Die kennen Sie. Wir zahlen Mineralölsteuer, Kfz-Steuer, Parken kostet Geld und der ÖV ist auch nicht umsonst. Gleichzeitig haben wir Regeln, die uns Geld zurückgeben, die gewisses Verhalten belohnen. Dieses Spektrum, mit dem müssen wir arbeiten und wir müssen es ausweiten. Was jetzt kommen wird, sind die CO2-Preise. Bis zu den 100 Euro ist es ein relativ langer Weg. Wer das mal durchrechnet, stellt fest, dass die Wirkungen auf den Verkehr sehr klein sein werden. Wenn wir also weitere Wirkungen haben wollen, zum Beispiel, weil wir feststellen, die Mineralölsteuer fällt ja weg, wenn wir alle mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind, dann müssen wir uns ziemlich schnell Gedanken über Straßenbenutzungsgebühren machen. Und
Wenn wir beobachten, dass wir sehr viele Fahrzeuge in den Städten haben, im ländlichen Raum sowieso, aber dass diese Zahl der Fahrzeuge weiter zugenommen hat in den letzten 10 Jahren, dann können wir auch in andere Länder gucken, so wie wir heute nach Oslo geguckt haben, nach Barcelona, nach Wien. In vielen dieser Länder, zum Beispiel in Dänemark, zahlen sie eine Zulassungssteuer. Da kostet das Auto 30.000 Euro und dann brauchen sie noch eine Zulassungssteuer. Das gibt es in Deutschland nicht und das führt dazu, dass es zum Beispiel in Kopenhagen weniger Autos pro Einwohner gibt und kleinere Autos genutzt werden. Also anstelle einer Förderung von Elektrofahrzeugen eher eine Maßnahme, die herkömmliche große Fahrzeuge besteuert. Welche Wirkungen hat es? Wir haben heute schon über das 365-Euro-Ticket gehört und Sie sehen, naja, das hat gewisse Wirkungen hier in der Modellrechnung, die das einordnet. In dieser Modellrechnung vom DLR ist angenommen, ÖV ist kostenlos. Ergebnis: Wir fahren viel mehr mit dem ÖV, aber bezogen auf den Pkw-Verkehr sind die Wirkungen eher klein. Das heißt, wir müssen immer im Auge behalten, wenn wir etwas besser machen, dann führt es dazu, dass die Leute dieses Produkt mehr konsumieren, die gesamte Reiseweite steigt. Es hat auch erwünschte Wirkungen. Aber das Ziel einer Steigerung des öffentlichen Verkehrs macht nur dann Sinn, wenn wir insbesondere viele Personen verlagert bekommen. Zweites Beispiel dazu aus einem Projekt des Landes Baden-Württemberg, Klimaschutzszenario. Ausgangspunkt war der Bundesverkehrswegeplan, der für Baden-Württemberg deutliche Zunahmen im Pkw-Verkehr prognostiziert hat. Man hat das dann zum Anlass genommen, nach anderen Lösungen zu suchen und hat eine Lösung entwickelt, bei der man das ÖV-Angebot deutlich besser macht. 50% mehr Fahrten, also deutlich mehr Bedienungshäufigkeit, besseres Radverkehrsangebot. Und die Preise im ÖV hat man auch in gewissem Umfang gesenkt. Und Sie sehen, was passiert. Der ÖV wird mehr, aber das Auto wird gar nicht so viel weniger und verglichen mit 2010 nimmt das Auto zu. Erst, wenn man mit Restriktionen arbeitet, dem Beispiel haben wir die Nutzungskosten um 60% erhöht, die Parkgebühren verdoppelt und Maßnahmen unterstellt, die dazu führen, dass der Pkw-Bestand nicht steigt, erst dann ist es gelungen, den Autoverkehr zu reduzieren. Also die Message ist, wenn es vielleicht auch eine schwierige Message für uns ist, Pull-Maßnahmen genügen nicht, Push-Maßnahmen bringen tatsächlich die Wirkung. So, und dann, dass ich ein Mobilitätskonzept bringe, zum Schluss noch eine Anmerkung zu Ride-Sharing oder Ride-Pooling. Ich will jetzt mal ganz bewusst über, also wenn Sie heute Ride-Sharing, Ride-Pooling-Angebote angucken, dann stellen wir fest, dass die insbesondere in Städten angeboten werden. Dort, wo eigentlich der ÖV gut ist. Es wird dann in den Nachtstunden angeboten. Aber eigentlich muss man uns überlegen, ob wir dort wirklich Konkurrenz haben wollen. Ja, Sie sehen hier heute die klassischen 5 Verkehrsmittel, die wir haben. Fuß, Rad, ÖV, Pkw-Mitfahrer, Fahrer. Vielleicht auch in Zukunft oder gibt es heute Carsharing in kleinem Umfang. Wenn wir jetzt über Ridesharing, Ridepooling reden, dann betrachte ich jetzt eine Variante, die wir ganz bewusst nicht in Konkurrenz, sondern integriert mit dem öffentlichen Verkehr uns ansehen. Das klingt immer gut. Lass uns Ridesharing in den öffentlichen Verkehr integrieren. Und ich will jetzt mit ein paar Gedanken auf die offenen Fragen hinweisen. Das ist schnell gesagt, lasst uns in den ländlichen Raum gehen, mit On-Demand-Angeboten arbeiten. Ich zeige Ihnen hier mal einen periurbanen Raum. Hier ist eine Stadt, in dem Beispiel auf der linken Seite wäre das Stuttgart. Hier ist periurbaner Raum, der schaut sehr ländlich aus. Und da sind S-Bahn-Linien. Das blaue ist eine S-Bahn-Linie. Da haben wir ein gutes ÖV-Angebot. Jetzt werden wir vermutlich, wenn wir über die letzte Meile reden, die wir mit Ridesharing erfüllen wollen, werden wir vermutlich nicht parallel hier etwas anbieten. Also wenn dann Fahrtwunsch kommt, werden wir sagen, fahr bitte mit der S-Bahn. Aber was machen wir, wenn wir hier einen Fahrtwunsch haben? Dann müssen wir konkret sagen, wie das Bedienkonzept aussieht. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir so eine Art
Park-and-Ride-mäßig die Person zur nächsten S-Bahn-Haltestelle fahren. Es könnte allerdings effizienter sein, weil wir die Leute besser bündeln können, wenn wir zum nächsten zentralen Ort fahren. Dann bedeutet es für die Menschen, die mit dem Ride-Pooling fahren, nicht nur andere Fahrgäste, sondern auch einen gewissen Umweg. Man könnte aber auch auf die Idee kommen, dass man sagt, man befördert sie direkt. Dafür brauchen wir Regeln. Sie sehen schon, naja, wenn Sie direkt fahren, dann sind Sie konkurrenzfähig zum Pkw. Sobald Sie umsteigen müssen, dann haben Sie das gleiche Problem wie Park and Ride. Sie müssen Pufferzeiten hier einplanen, dass Sie die S-Bahn bekommen. Also diese Frage, das ist das richtige Verkehrsmittel für die letzte Meile, das klingt gut. Wir müssen aber entscheiden, wann müssen die Leute umsteigen und wann werden sie direkt gefahren. Sie können das Spiel jetzt weitertreiben und sich vorstellen, dass hier die Quelle und da das Ziel ist. Und Sie werden dann ja, feststellen, dass Sie Regeln brauchen. Manche schlagen dann als Regeln vor, die direkte Beförderung kostet mehr Geld. Wenn wir das wirklich so machen, dass wir hier die Busse rausnehmen, dann können Sie vermutlich nicht sagen, es kostet mehr Geld als der normale öffentliche Verkehr. Wir haben es mal für die ganze Region Stuttgart durchgerechnet und haben angenommen, dass alle Ridesharing machen. Es gibt keine privat besessenen Autos mehr, außer Wirtschaftsverkehr, Handwerker und solche Sachen. Aber der normale Personenverkehr findet komplett mit Ridesharing in Kombination mit der Bahn. Wir nehmen immer die schnellere Alternative. Sie werden direkt befördert, wenn der Umstieg in die Bahn länger dauert. Wenn man das für die ganze Region durchrechnet, kommt man auf, die Zahlen zeigen hier so die Änderungen des Verkehrsaufkommens an, schaut erstmal gut aus, grüne Farbe, Fahrzeugkilometer sinken um 36%. Wir kriegen aber nur einen geringen, also wir kriegen eine Verdopplung des Besetzungsgrades. Heute haben wir 1,3 Menschen in den Autos drin, in diesem Szenario kommen wir auf 2,4, wenn wir einen Betreiber haben. Das ist fast eine Verdopplung, aber es ist nur 2,4. Und Sie müssen sich immer überlegen, ein Bus hat im ländlichen Raum einen mittleren Besetzungsgrad von 10 bis 12. Deutschlandweit haben die Busse, wenn wir die Städte dazu nehmen, einen Besetzungsgrad von ungefähr 20. Und eine S-Bahn hat einen Besetzungsgrad von 100 bis 500. Also ganz andere Dimensionen. Das heißt, diese Steigerungen, also diese Reduktionen, die erreichen wir nur, wenn alle mitmachen, was ein sehr unwahrscheinlicher Zustand ist, weil es wird weiterhin in Deutschland privaten Autoverkehr geben. Das führt mich schon fast zu meinem Fazit. Wir müssen uns immer, wenn wir über Verkehrskonzepte, Mobilitätskonzepte und die Rolle des öffentlichen Verkehrs darüber im Klaren sein, dass der ÖV ein Dilemma hat. Ich nenne es mal das ÖV-Dilemma. Wir Menschen erwarten individuelle Verkehrsangebote. Das heißt, Sie wollen idealerweise zu Hause abgeholt werden und direkt zum Ziel gebracht werden. Sie wollen keine Wartezeiten, Sie wollen keine Umstiege und Sie wollen idealerweise einen Sitzplatz. Dieses System gibt es. Dieses System heißt Auto. Und dieses System befördert im Schnitt in der Stadt ungefähr 1,3 Personen. Die Eigenschaften dieser individuellen Verkehrsangebote sind die, dass es für die Menschen attraktiv ist. Sie sind aber nicht energieeffizient und sie sind nicht platzeffizient. Also versuchen wir den Leuten etwas anderes anzubieten. Ja, und was ist ein effizienter Verkehr? Ein effizienter Verkehr ist ein Verkehr, bei dem wir hohe Besetzungsgrade haben. Jetzt muss man sich überlegen, wie wir hohe Besetzungsgrade hinbekommen. Wir bekommen die hin, dass wir sagen, du wirst nicht zu jeder Minute abgeholt. In der Stadt musst du dich auf einen 10-Minuten-Takt einstellen, im ländlichen Raum vielleicht auf einen 30- oder 60-Minuten-Takt. Das führt zu Wartezeiten. Wir bündeln räumlich. Dadurch, dass ich die Leute nicht zu Hause abhole, sondern die müssen 50 Meter oder 100 Meter weit gehen, können wir super räumlich bündeln. Führt aber zu einer Fahrzeitverlängerung, weil sie gehen zur Haltestelle und sie müssen umsteigen. Und dann gibt es noch eine Eigenschaft, die kein anderes Verkehrsmittel hat als der öffentliche Verkehr. In der Hauptverkehrszeit verdoppeln wir unsere Kapazität, indem wir den Leuten sagen, ihr müsst stehen. Das ist unkomfortabel, aber wahnsinnig effizient. Das heißt,
Dieses System, das wir kennen, das heißt öffentlicher Verkehr, erfüllt diese Anforderung. Und wenn wir jetzt Ride-Pooling als Lösung vorschlagen, müssen wir uns immer vor Augen halten, dass wir einen Kompromiss zwischen Effizienz und individuell machen. Und wir bewegen uns tendenziell mit Ride-Pooling in diese Richtung. Und Ride-Pooling ist nur dann akzeptabel, wenn wir sicherstellen, dass die zusätzlichen Fahrgäste vom Auto kommen und nicht vom öffentlichen Verkehr. Fazit: Neue Mobilitätskonzepte, die werden ja meistens mit diesem Adjektiv verknüpft, sind nicht per Definition besser als alte Verkehrskonzepte. Das Thema Bürger und Kunde. Wir sollten in den Vordergrund stellen, Ziel ist es, gleiche Rechte für alle, gleiche Lebensbedingungen für alle. Der Bürger ist wichtiger als der Kunde. Der Straßenraum ist für alle da. Wir sollten nicht nur uns auf Fahrzeugsharing konzentrieren, sondern mindestens genauso wichtig ist das Thema Space Sharing. Wie teilen wir den Raum in den Städten auf? Und für die Diskussion in den Städten, in den Gemeinderäten würde es helfen, wenn wir in einer ersten Stufe klären könnten, das ist aber eine sehr schwierige Frage, was wollen wir denn eigentlich? Manche von uns wollen nämlich mehr Mobilität mit weniger Verkehr oder vielleicht angemessene Mobilität mit weniger Verkehr. Andere sind glücklich, wenn wir ein Ziel erreichen, Mobilität mit weniger Emissionen. Im ersten Fall haben wir weniger Autos, im zweiten Fall lösen wir die Probleme allein mit elektrischen Fahrzeugen. Und der letzte Punkt: Wenn wir schnelle Änderungen wollen, und die wollen wir, dann brauchen wir einfache Lösungen. Da nützt nichts, wenn Sie jahrelang im Gemeinderat verhandeln, wie breit der Radweg sein soll. Wir brauchen beides. Wir brauchen kurzfristig Lösungen. Dort geht es über Geschwindigkeiten, über Preise und über das Fahrplanangebot. Das können wir in relativ kurzer Zeit mit Regeln hinbekommen. Wir müssen wenig in den Straßenraum eingreifen. Langfristig natürlich Netzumbau und Schienenausbau. In dem Sinne, danke für Ihr Zuhören. Okay, dann übernehme ich jetzt noch mal ganz kurz das Steuer. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag, Herr Professor Dr. Friedrich. Wir haben auch ein paar Fragen, die gehen wir jetzt noch mal schnell durch. Und zwar fragt Herr Schmidt: Überholverbot von Autos gegenüber Fahrrädern. Wie kann das konkret durchgesetzt werden? Massive Verstöße müssen erwartet werden. Also die Vorstellung ist, es gibt dieses neue Verkehrszeichen, Überholverbot für einspurige Fahrzeuge. Und damit ist es erstmal eine Regel, die da ist. Und dann muss man gucken, wie man die Regel umsetzt. Man muss die Voraussetzung schaffen, dass man dieses Schild leichter einführen darf. Das ist heute wie Fahrradstraßen an viele Bedingungen geknüpft, die man nicht so leicht erreichen kann. Das ist das Verständnis, was wir auf einer übergeordneten Regel erreichen müssen. Aber dann ist es eine Regel und naja, dann halten wir uns nicht an die Regeln, aber dann muss man halt die Regeln durchsetzen. Gut, dann gibt es noch eine Frage von Herrn Meyer, und zwar: Gibt es Untersuchungen, wie die Auszahlung von monetären Anreizen für klimaneutrale Mobilität ausgestaltet sein muss, um eine Lenkungswirkung zu entfalten? Herr Meyer gibt auch gleich ein Beispiel. Ist eine zum Beispiel monatliche Auszahlung direkt auf das Konto nicht deutlich besser geeignet als eine Verrechnung im Rahmen der Steuererklärung, die salopp gesagt ohnehin kaum jemand vollständig durchdringt? Um es kurz zu machen, müsste das Geld nicht direkt sichtbar werden, um zu einer Verhaltensänderung zu führen? Wahrscheinlich gibt es dort Untersuchungen. Ich habe jetzt keine ganz konkrete im Kopf. Aber das Beispiel, die Frage zeigt ja sehr schön, wir wollen lieber mit Anreizen arbeiten. Wir wollen nicht mit Restriktionen arbeiten. Also wir wollen lieber den Leuten sagen, guck mal, es gibt ein Geld für erwünschtes Verhalten, muss man überlegen, wie man das macht. Und nicht, naja, was bringen würde, wären Straßenbenutzungsgebühren oder höhere Preise für die Nutzung des Autos. Ich denke, das, was in der Politik diskutiert wird, das, was man vielleicht Bürgergeld nennt, ist die Variante, die dem am nächsten kommt. Jeder bekommt ein Mobilitätsgeld von, sagen wir mal, 500 Euro im Jahr und gleichzeitig werden die Benutzungen der Verkehrsmittel teurer. Dann hätte man
die Effekte, dass die Leute, die für die Verkehr, naja, die nicht das Geld haben, das zu kompensieren, die haben das Mobilitätsgeld oder Bürgergeld, so wie man es jetzt auch mit dem Energiegeld probiert. Und naja, dann haben sie eine neue Wahlentscheidung. Das Auto wird dann deutlich teurer als die Alternativen. Und das ist das, was man eigentlich will. Sie sehen aber gerade jetzt bei dem 9-Euro-Ticket genau die ganze Bandbreite der Politik. Die einen wollen ein Bürgergeld, die anderen wollen einen kostenlosen ÖV und die dritten wollen Benzinpreise deckeln. Und da sehen Sie genau das ganze Spektrum. Vermutlich wäre die sinnvollste Lösung nur die erste. Gib den Leuten ein Bürgergeld und versuche sonst mit möglichst realen Preisen zu arbeiten. Okay, dann die letzte Frage. Sie hatten das Thema zukünftige Kfz-Besteuerung schon mal angesprochen. Was halten Sie von der Idee, Autos zukünftig nach Gewicht zu besteuern? Also ich denke, das Wichtigste wäre es, nach dem Verbrauch, nach den CO2-Emissionen zu besteuern. Ja? Da ist dann Gewicht automatisch drinnen. Man kann sich ganz viele Konzepte überlegen, wonach man besteuert. Man kann es nach der Uhrzeit besteuern, man kann es nach dem Gewicht besteuern. Prinzipiell finde ich es sinnvoll, so etwas zu nutzen, wenn es möglich ist und der Aufwand vertretbar ist. Aber letztendlich müssen das andere Leute entscheiden. Da muss man noch zusätzliche Sachen machen, wie gut man sowas erfassen kann und ob das geht. Aber bei der Steuer geht es natürlich. Okay, dann sind wir durch mit den Fragen. Dann auch Sie noch mal ein kurzes Schlusswort von Ihnen. Ja, schön hier gewesen zu sein. Und ein Schlusswort heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir vorankommen. Und vielleicht ist das Schlusswort tatsächlich das, lasst uns nicht nach der perfekten, optimalen Lösung suchen und jahrelang diskutieren, sondern lasst uns die nächsten Schritte gehen und lasst uns auch einfache Lösungen akzeptieren, die wir schnell umsetzen können. Wir können nicht immer nur warten, bis der ÖV ausgebaut ist, bis so gut ist, dass jeder schreibt, yippie, jetzt ist es besser als das Auto. Wir müssen einfache Lösungen finden und die schaffen wir am leichtesten mit Geschwindigkeitsregeln und mit Preisen. Okay. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Dann auch Ihnen nochmal vielen Dank und übernehme ich nochmal ganz kurz das Ruder, bevor ich dann für ein Schlusswort nochmal an Frau Dr. Wittneben abgebe. Ich möchte mich nochmal bei allen Speakern bedanken, die hier teilgenommen haben. Special thank you to the international speakers. Was a pleasure and honor to have you here. Und an wen ich auch nochmal natürlich einen Dank aussprechen möchte, ist an Lena und Magdalena, die das Ganze hier im Hintergrund gemanagt haben und auch bei der Vorbereitung ganz, ganz viel mit organisiert haben, die das quasi komplett alleine organisiert haben. Ansonsten noch was zum Organisatorischen. Wir werden im Nachgang nochmal die Folien versenden von den Speakern, die zugestimmt haben. Da finden Sie dann auch nochmal Kontaktdaten von den Speakern, sofern die das möchten. Sie finden unsere Kontaktdaten. Heißt, jeder darf da auch nochmal reingucken und sollten dann nochmal Fragen da sein, weil zum Beispiel die Amsterdamer nur recht kurz präsentiert hatten, dann gerne die Fragen auch nochmal an uns senden. Wir stellen dann nochmal eine Vernetzung her und dann gebe ich ab an Frau Dr. Wittneben. Ja, danke schön. Also 2 Tage liegen jetzt hinter uns, aber eigentlich nur fast hinter uns und ich darf mich bei dem Dank wirklich auch nochmal anschließen. An das Moderatorenteam, Lena, Magdalena, Marius, ganz, ganz herzlichen Dank. War eine tolle Teamleistung, auch die gestern die Vorortveranstaltung und den Stream gemanagt haben. Ganz super Sache. Auch nochmal ein Dank an die THK, Technologieregion Karlsruhe, unser Partner, und an den KVV, die auch diesen Tag unterstützt haben. Und das war ziemlich spannend für mich heute, denn die Reise durch Europa von Berlin über Barcelona, Wien, Oslo bis dann nach Stuttgart, die war sehr erhellend, denn wir haben gesehen, es gibt unglaublich viele Konzepte, es gibt Lösungen, die auf dem Tisch liegen für die Mobilitätswende auf dem Land, in der Stadt, und sie werden getestet, sie werden ausgerollt oder sie sind schon im Prozess. Und was ich auch mitgenommen habe, es braucht Push und es braucht Pull. Und die Methoden und die Maßnahmen sind nicht immer angenehm. Das kann ich auch persönlich nochmal sagen. Also ich bin umgestiegen, seit das Fahren teurer ist mit dem Auto und seitdem ich längere Zeit brauche. Seitdem geht das unglaublich schön. Es hat wirklich dann wehgetan und das ist genau der Triggerpunkt, der stattfinden muss. Kurzfristige und langfristige Maßnahmen müssen sich ergänzen. Ganz, ganz wichtig. Und
Ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, jetzt noch zu unserer Abschlussrunde auf WonderMe. Sie finden die Adresse im Chat. Dort können wir noch mal offen diskutieren, Fragen beantworten und uns vernetzen. Und ich freue mich dann auf ein Wiedersehen im Jahr 2023. Dort wird die 6. Regionalkonferenz Mobilitätswende stattfinden und diesmal dann organisiert von der Technologieregion Karlsruhe. Irgendwo in der Region Karlsruhe, wahrscheinlich in Karlsruhe. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und bleiben Sie uns gewogen. Und ganz zum Schluss, starten Sie Ihre persönliche Mobilitätswende oder dort, wo Sie Verantwortung übernommen haben. Das wäre eine super Sache, sodass wir da auch wirklich vorankommen. Und vielleicht können Sie in der nächsten Regionalkonferenz darüber berichten. Dann freue ich mich auf ein Wiedersehen auf WonderMe gleich. Dankeschön und alles Gute Ihnen.